Wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen. We'll be right back.
think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. So take me, baby. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zur Karthalle Wittlich Trophy. So, und ich würde sagen, damit natürlich auch herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Und ich hoffe, dass alles funktioniert. Wir sind gerade eben 2,5 Sekunden vorher fertig geworden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle schon so zahlreich erschienen seid. Und jetzt geht's gleich los mit Lobby 2 von der Karthalle Wittlich. Ich bin gespannt. Ich sehe zumindest schon mal ein paar Bilder. Und die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, im Gegensatz zu gestern haben wir zumindest schon mal eine Lobby. Das ist schon mal nicht schlecht. Funktioniert alles einwandfrei. Zumindest bis jetzt. Also, drücken wir die Daumen, dass hier alle gut wegkommen. Und ordentlich ihre Fahrzeuge in den Asphalt brennen. So ist es. Also, ordentliche Zeiten da raushauen. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir doch mal an mit der Chicken Tabelle von Lobby B. Wie sieht's im Moment aus? Wie ist es heute? Also, wir haben Luigi mit dabei mit 36 Punkten, punktgleich mit Platz Nummer 14. Und da geht's natürlich auch Richtung Aufstieg, wäre auf jeden Fall möglich. Dann haben wir natürlich FK mit dabei mit 33 Punkten. Auch da ist natürlich nochmal eine Hausnummer. Dexbex, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hallöchen. Und natürlich an alle anderen auch. Dann haben wir Maxi Cento mit 29 Punkten. Den habe ich heute auch schon auf der Strecke gesehen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, da ist auch was drin. Maxi Cento extrem schnell unterwegs. So, dann haben wir Slaver Dio mit 27 Punkten. Punkt gleich mit Yuti. Dann haben wir Roxor mit 21 Punkten, Making Noise darf natürlich nicht fehlen, mit 18 Punkten. Dexbex, Dankeschön für deine 100 Bits. Money. Recht herzlichen Dank, Dexbex, Dankeschön. So, ich wollte gerade sagen, der Host von Toni kommt nicht, oder was? Markus, auch dir wunderschönen guten Abend. Dankeschön, Toni, für deinen Host. So, und dann haben wir natürlich auch, wo waren wir stehen geblieben? Dann haben wir Psycho Hardy ist mit dabei mit 12 Punkten. Dann kommt der Dexbex mit 10, 6 Punkte für Muki, Miss Ruby mit 6 Punkte, Shadow of Storm mit 3. Dann haben wir Terra und Sabi mit jeweils 0 Punkten. Das sieht ja immer geil aus, Marcel. Ja, herzlich willkommen in der neuen Bude, würde ich sagen. Und recht herzlichen Dank nochmal an Vaxomatic. Sasi, Dankeschön für deinen Host. Bruno, auch dir wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Sieht wirklich nice aus. Ja, schön, dass es euch gefällt. Der Vaxomatic, allerdings ist es noch nicht gerendert. Im Gegensatz, also hier normalerweise der Hund hinter mir leuchtet noch. Aber der Azubi hat einfach vergessen, den Stecker in eine Steckdose zu packen und ich habe nicht gefunden, wo ich reinstecken muss. Ne? Ab morgen früh, die Klamotten rendern gerade. Die erste Szene ist schon fertig, die ihr schon gesehen habt, also den Countdown. Und jetzt wird das hier noch schick gemacht und dann darf es losgehen. Und zwischendurch noch ein paar Einblendungen und sowas. So, da wird uns noch das ein oder andere einfallen. Fehlt nur noch links und rechts ein Pokal oder ein Modellauto. Markus, wir haben tatsächlich darüber geredet, ob wir nicht so Aufsteller hier hin machen, dann mit dem Logo. Also zum Beispiel das Logo von der Karthalle Wittlich, dann als Aufsteller neben den Schreibtisch. Ne, das wäre natürlich auch eine Option. Aber erstmal eins nach dem anderen. Sieht heute schon besser aus als gestern. Toni,
Ich würde sagen, wir haben angepasst und wir haben natürlich auch alles zu Herzen genommen. Natürlich deswegen hier, wenn ich so mache, sind die natürlich über dem Schreibtisch, so wie in Wirklichkeit auch, ja? Also alles, ah, es wird. Wartet ab, wenn das gerendert ist. Morgen vielleicht zur neuen Liga, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne natürlich auch vorbeischauen. Da sollte das Ganze dann fertig sein. So, gut gemacht. Ja, ne? Wir hören doch auf alle hier. Kritik nehmen wir sofort und bauen es direkt um. So, dann würde ich sagen, genug Tabelle geguckt. Wir werden natürlich dann also ich frage das natürlich ab, ne? Ich frage das natürlich erstmal ab nachher, ne? Wer wie viele Punkte und sowas, wer aufgestiegen ist, das dürft ihr heute errechnen. So, also. Bildchen dran, dann stellen wir alles schon mal um, gleich für die nächste Lobby. Nuklearbär, Dankeschön für dein Follow. Recht herzlichen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier bei den Jungs und Mädels. Herzlich willkommen in der Community. So, also ich würde sagen, wir gehen rein. Komm, Gelaber ist doch genug, ne? Gelaber ist genug hier von dem Typen in der Mitte zwischen den beiden Monitore. Ich würde sagen, wir machen bewegte Bilder und zwar ein endgeiles Rennen hier in Lobby 2. Danach im Anschluss direkt die Lobby 1. Also seid gespannt. Autopolis, ich wünsche euch extrem viel Spaß. Ja, dann nächste Szene würde ich sagen. So, auch da darf ich natürlich nicht fehlen, ne? Hallöchen zusammen. Und so, jetzt hätte ich ganz kurz eine Information. Autosound haben wir, ne? Ich habe tatsächlich gestern und vorgestern Probleme mit dem Sound gehabt, was Gran Turismo Sport angeht. Also dürftet ihr mir eine Information geben? Hört mal die Autos bitte und sagt mir ja. Nein, wird nicht akzeptiert. Ja, alles gut. Dankeschön, Heinz. Dankeschön. Weißt, wenn die Moderatoren nicht zuhören, weißt du, wieder Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch, ne? Haben sie bestimmt schon wieder. Da müssen natürlich die VIPs einspringen. Dröhni, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. So, also, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal durch hier. Wer ist denn alles mit dabei? Also, wir haben Slaver Dio mit am Start. Bruno hat einen Bug, das fängt natürlich schon super an. Das, naja, ich würde es als, das ist so zum Kotzen, mein Toller. So, also, Making Noise. Jutti, Maxi-Shento, Dexbex, Luigi, Roxor. Dann haben wir hier den Hasch, der heute mit an den Start geht. Dann haben wir Terra, der Detonator, der Dirk mit dabei. Dann Miss Ruby, die Dame, die hier natürlich die weibliche Partie ist und definitiv hier den Herrn zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Also da bin ich mir sicher. So, dann haben wir Hardy mit dabei, hier in seinem schicken Mercedes. Ach, in seinem schicken Mercedes, jawohl. Ich guck da drauf, jawohl, Mercedes, natürlich. Gut, dass ich beruflich nichts mit Autos mache. Könnte auch ein Porsche sein. Man weiß es aber nicht genau. Auf den Streamer müsst ihr nicht hören, ey. So, dann haben wir Mucki an Position Nummer 11 jetzt gerade und Slaver Dio wieder zurück. Dexbex mit dabei. So, also. Das weiß ich, das ist ein VW. Alter. Oh Mann, oh Mann. So, Bruno ist zurück. Bruno ist wieder beigetreten. Ich hoffe, dass er jetzt dementsprechend. Hier gleich auch reinkommt. So, schauen wir mal. Bruno, gib Gas hier. Komm. Zeig mal, dass du ein Auto besetzen kannst und rausfahren kannst. Das wäre eine Option, die würde ich komplett gerne sehen von dir. Weil ich würde dich gerne hier auf dem Kanal, ich würde sagen, das erste Mal sehen. Und ja, vielleicht das ein oder andere Mal kommen wir auch bei dir ins Cockpit. Aber ne, du streng dich an, dass hier reinkommt. So, dann gucken wir mal. Wie sieht's denn dementsprechend aus? So, ein bisschen Sound für mich auf Ohren, damit ich auch ein bisschen Motorensound hier mitbekomme, insbesondere hier vom Aston Martin von Jutti.
Mountain King. Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Forza Speed Art Motorsport, Terra und Making Noise. Ach, guck mal, da kommen doch die ganzen Fans angelaufen. Da sind sie doch alle. Lutti! Jetzt kannst du nicht beitreten. Hat den Raum verlassen. Ja, okay. Quali läuft. Also, erste Runde absolviert. Maxi Cento 1:43.566. Also, die ist schon mal hier in den Asphalt gebrannt. Dann haben wir den Hasch an Position Nummer 2. Okay, das ist ein TX3 und so, ne? Und der Hasch, ja, recht schnell unterwegs. Also, schön dranhalten da an Maxi Cento. Wir wollen ordentliche Fights da um Position Nummer 1 sehen. Also, eine Sekunde fehlt dir allerdings noch. Komm, hau raus. So, dann haben wir Luigi an Position Nummer 3. 1:45.280, 0,6 Sekunden dahinter. Dann haben wir den Jutti an Position Nummer 4. Dann haben wir den Dexbex an Position Nummer 5. Gefolgt von Psycho Hardy an Position Nummer 6. Dann haben wir den Terra an 7. Detonator an Position Nummer 8. Muki an 9. Miss Ruby an Position Nummer 10. Dankeschön fürs verschenkte Abo. Dankeschön. Recht herzlichen Dank, Sid, fürs verschenkte Abo an Rulifa. Und ja, dir auf jeden Fall dann viel Erfolg mit den Emotes, viel Spaß damit. Und was ich denn persönlich tatsächlich wichtiger finde, keine dusselige Werbung am Anfang. So ist es eingestellt hier auf dem Kanal. Also Abonnenten, keine Werbung am Anfang. So, Miss Ruby an Position Nummer 10. Dann haben wir hier Roxxon an Position Nummer 11 mit der Dodge Viper unterwegs. Dann haben wir Slaver Dio hier im Honda. Dann haben wir Making Noise an Position Nummer 13. Rote Laterne im Moment, noch keine gezeitete Runde. 4 Minuten 13 gerade im letzten Umlauf. Also komm, Making Noise. Deine Fans wollen was sehen. Und das bedeutet nicht Position Nummer 13. Lass dich da vom Dexbex erstmal mitziehen und dann gleich dran vorbei und dann gibt's doch was. Ja, dann gibt's doch hier eine ordentliche Zeit. So, Maxi Cento weiter an Position Nummer 1. Der Dirk hat jetzt gerade eine 1:46.364 gefahren. So, Maxi Cento auf 1, Hasch auf 2, Luigi auf Position Nummer 3. Hardy haut hier auch nochmal eine 1:46.895 raus. Also da geht auch schon mal einiges. Muki hat sich in die 47er-Ränge, 47.043 und ja klar, Making Noise, so, ja, habe ich gesagt, so kann man das machen, 15.000. So, Making Noise und Dexbex, was ist denn da los? Gucken wir uns das Ganze doch nochmal an, Dexbex mit Making Noise, ich glaube, Anbremspunkt verpasst. Hier bei Making Noise. Erstmal Achter über die Linie. Wahrscheinlich die Hände hochgerissen und dann, jawohl, Dankeschön. Und dann ging es hier leider, ja, geradeaus weiter. Dexbex kommt auch noch ins Trudeln, kommt ja auch noch in den Drift. Ja, ich würde sagen, beide einfach den Fahrfehler und dann ging es für beide nicht ordentlich weiter. So, Dexbex an Position Nummer 9. 43.000 trennen die beiden Streithähne, die wir gerade gesehen haben, voneinander. Terra an Position Nummer 10. Miss Ruby an Position Nummer 11 in ihrem BMW. So, Bruno ist wieder beigetreten. Wir hoffen, dass er gleich im Rennen natürlich teilnehmen kann. So, Roxxon an Position Nummer 12, Slaver Dio an 13. So, im Moment der Stand der Dinge. Maxi Cento jetzt gerade Richtung Box unterwegs. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Die Animation des Boxenstops gefällt mir bei Gran Turismo Sport wirklich gut. Haben sie schick gemacht. Ne? Also schön ist es schon mal. Allerdings Gran Turismo Sport, ihr dürftet da vielleicht. Vielleicht dürftet ihr mit den Bugs. Da können wir vielleicht bei Gran Turismo 7 können wir drüber reden. Also falls das mal bei euch ankommt. Aber ich weiß, auf mich hört eh keine Sau. Ich weiß es. Die Boxen einfach, das ist super. Karl-Heinz, könnte sein, dass wir tatsächlich einen Mike sehen werden, der quasi direkt geradeaus drauf fährt. Natürlich heißt er heute dann anders. Ich komme nicht zur Strecke. Ja, bleib mal drin, Bruno, weil Quali gerade läuft. Kann sein, dass du gleich als letzter startest. So, Maxi Cento an Position Nummer 1. Eine Sekunde hier vor TX3 Hasch. Dann haben wir Luigi an Position Nummer 3. Der will natürlich hier ab in Lobby 1, da bin ich mir sicher. Im Training bin ich quer stecken geblieben und kam nicht mehr raus und rein in der Box.
Karl-Heinz, zeig uns das aber nicht gleich, ne? Los, Jutti, Hackengas. So, gucken wir mal. Wo treibt er sich denn rum? Slaver Dio an Position Nummer 4. 92.000stel Jutti an Position Nummer 5 hier in dem Aston Martin unterwegs. So, Detonator an Position Nummer 6. Also hier der Dirk. Auch hier sein Debüt, glaube ich. Ne? Also Debüt bei der Karthalle Wittlich. Während wir da Luigi auf Abwägen sehen. Und wenn wir schon jemanden auf Abwägen sehen, dann darf er natürlich hier auch im Replay nicht fehlen. Mal gucken, was treibt der Luigi da? Okay, kommt da links einen Tacken zu weit raus und dann geht's direkt rechts in die Leitplanke. So, Jutti, geht doch. Neue Zeit von Jutti. 1,45,125 von Jutti. Allerdings Position Nummer 5 geblieben. So, jetzt geht Roxor gerade dran vorbei. Position Nummer 4. Also, damit ist Jutti gerade auf Position Nummer 6 gefallen und alle, die dahinter sind, natürlich auch einen zurück. Roxor mit einer 1,44,946. Die hat er gut getroffen, auf jeden Fall. Terra geht jetzt gerade an Dirk vorbei, an Position Nummer 7. So, die letzten 20 Sekunden. Also, die letzten Umläufe sind angebrochen, während Maxi Cento immer noch auf Position Nummer 1 unterwegs ist. So, letzten Sekündchen sind natürlich angebrochen. Wir sehen es hier. Jetzt kann ich die Zeit sogar anpassen. So, also, abgelaufen die Zeit. Letzten Runden wird angezeigt. Slaver Dio nochmal mit 1,44 auf Position Nummer 5. Hier in seinem Chicken Honda unterwegs. Gefällt mir gut. Ja, sehr, sehr schlicht gehalten, muss man sagen. Also im Gegensatz zu manchen anderen Fahrzeugen. Und ja, Position Nummer 5 passt auf jeden Fall schon mal. So, dann gucken wir mal. Miss Ruby hat die rote Laterne. Da muss noch was gehen. Da muss noch was gehen. Auf jeden Fall auf einer schnellen Runde unterwegs. 40.000stel, das reicht nicht für ihre persönliche Bestzeit. Also für ihre persönliche Bestzeit würde es natürlich reichen, aber es reicht nicht, um an Dexpex dran vorbeizukommen. Der hier auf Position Nummer 12 ist. Dann haben wir Making Noise auf Position Nummer 11. Mucki auf 10 im Moment. Hardy auf 9. Detonator auf 8. Dann haben wir Terra auf 7. Jutti auf 6. Slaver Dio auf 5, Roxor 4, Luigi 3, Hasch auf 2 und dann Maxi Cento. Wer soll Maxi Cento toppen? Warte mal ab, ich habe da... Okay, der legt einfach nochmal einen drauf. Was ist denn da los? Maxi Cento, was ist da los? Und der Hasch legt auch nochmal einen drauf. Der legt auch nochmal einen drauf. Trotzdem eine Sekunde Abstand. Aber ja, trotzdem sehr, sehr geil. 1,43,0. 1,44, 1,23 hier von Hasch. Luigi auf Position Nummer 3 ist auch durch. Roxor gerade über die Linie. Oh, schön nochmal hier in der Box reingenagelt. So, dann haben wir Slaver Dio. Der ist auch soweit durch. Der ist langsam unterwegs. Genauso wie Jutti. Hardy kann nochmal eine 1,46,775 in den Asphalt brennen. Und Terra an Position Nummer 7 ist auch soweit durch. Mucki nochmal mit einer 1,46. Die passt für Position Nummer 9, während wir gerade hier den Dirk, den Detonator, im Blick haben. So, dann haben wir Hardy an Position Nummer 10. Die Runde war ganz gut. Ja, Maxi Cento, leg die wieder hin. Du hast dein Zusatzgewicht vergessen, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Außerdem, warum fährst du auf der anderen Seite aus der Box? Ich hatte Nägel auf der anderen Seite hingelegt. Ja, aber nein, was macht er? Ja, geile Runde, Maxi Cento. Also, Glückwunsch zu Pole. So, dann haben wir Making Noise an Position Nummer 11, Dexpex an 12 und Miss Ruby hier mit der roten Laterne unterwegs in ihrem BMW. Das gefällt mir nicht so gut. Also ich bin ja tatsächlich, wenn schon ein Mädel mitfährt, bin ich tatsächlich hier der Frauenfan. Wir werden gleich natürlich auch noch Flotte Biene sehen. Und da drücke ich zumindest auch immer einen halben Daumen mit, ne? Wie bei Miss Ruby. Und dann gehen wir rein. Also wir gehen rein ins Rennen. Feuerfrei, Attacke. Hier nochmal die Auflistung. Schade. Also, Bruno haben wir nicht mit dabei. Viel Glück, Maxi Cento und Ruby. So, es darf losgehen. Fliegender Start. Wir sind es natürlich gewohnt hier von der Karthalle Wittlich. Maxi Cento auf Position Nummer 1, Hasch auf 2, Luigi auf 3. Also Hasch muss relativ schnell jetzt hier
in den Windschattenbereich rein, so dass er hinten einfach mitfahren kann bei Maxi Cento. Also die starten ja zumindest im Windschattenbereich. Und schaut es euch an, was für ein schönes Bild hier. Schade, dass Bruno, der uns gerade hier verlassen hat, da nicht mitfahren kann. Jutti auf Position Nummer 6 wird direkt attackiert von Terra. Terra auf Position Nummer 7. Hat er zumindest schon mal ein Auge geworfen. Also zumindest schon mal reingeblinzelt, dran vorbei zu wollen hier an Jutti. Und wir sehen es natürlich da auch, Muki unter Druck. Detonator zeigt sich ja schon mal im Rückspiegel bzw. im Außenspiegel auf der rechten Seite. Wie sieht's vorne aus? Ja, genau so ist es. Genau so habe ich mir das gewünscht. Hasch, ran an den Hintern da von Maxi Cento und dann feuerfrei Porsche gegen BMW. So soll es sein. Dann haben wir natürlich den Luigi auch direkt mit dabei. Der muss gerade mal, war ein bisschen knapp hinten rechts mit dem Reifen. Auf den Dreck gekommen, muss jetzt gucken, dass Roxor da nicht seinen Vorteil durch hat. Hoffentlich das nächste Mal bin gerade richtig. Bruno, mach dir nichts draus. Das ist allen schon passiert und wir können es alle verstehen. Und ist total ärgerlich. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt, Bruno. Roxor an Position Nummer 4 unterwegs. Also hol dir was zu trinken, bisschen Knabbereien, lehn dich zurück, guck den Stream und ja, dann klappt es auch. Dann wird es auch besser. Oh, leichte Probleme hier bei Luigi, trifft die Kurve nicht ordentlich. Aber Gran Turismo Sport, da können wir leider nichts für. Karl-Heinz schreibt es schon. Manchmal ist das leider so. So, Slaver Dio an Position Nummer 5. So, wie sieht's aus? Jutti, Terra, Muki, Detonator, Hardy. Dann haben wir Making Noise. Dann haben wir Dexbex und Miss Ruby ist auch noch dran hier an Dexbex mit ihrem BMW, aber allerdings noch auf Position Nummer 13 unterwegs. So, Maxi Cento, 0,7 Sekunden, kommt jetzt so langsam in den Bereich, wo er aus dem Windschatten rauskommt. Und Jutti geht genau in dem Moment dran vorbei hier an Slaver Dio. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Auch Hardy macht da gerade einen Platz gut. Anbremsphase nach Start und Ziel. Slaver Dio kommt da ein bisschen weit raus. Aston Martin kann direkt rechts daneben. Und Jutti, hier unser erfahrener Mann natürlich, lässt sich da nicht lumpen und geht dann innen dran vorbei natürlich. Slaver Dio lässt da schön auf. So fair soll es natürlich sein. Apfelweinkuchen und allen Good Luck. Ja. Guck mal, so geht's doch schon mal. So, Jutti an Position Nummer 5. Das Überholmanöver gegen Slaver Dio haben wir gerade gesehen. Position Nummer 6. So, wie sieht's im Moment aus? Hier um Position Nummer 1. 1,2 Sekunden konnte jetzt Maxi Cento schon gut machen. Luigi weiterhin dran an Hasch, genauso wie der Roxor. Der hat auch noch ein Wörtchen mitzureden hier um Position Nummer 2. Und ich würde sagen, springen wir mal rein. Gehen wir mal rein hier in den Hobel, in den Dodge Viper SRT von Roxor pilotiert an Position Nummer 4. Schöner Blick, muss ich sagen. Außer, dass ich hier gerade die Rückfahrkamera ein bisschen blockiere. Aber falls ihr die sehen wollt, gerade im Rückspiegel nicht so viel zu erkennen. So, da ist doch genau die Chance, was zu trinken eben. Position Nummer 4 und wir springen wieder raus, gucken uns das Ganze hier natürlich aus der nächsten Perspektive an. Luigi weiterhin dran an Hasch. Das Duell nehmen wir um Position Nummer 2 hier. Luigi bleibt dran. Natürlich muss er jetzt zuschlagen. Er darf den Hasch nicht in den Flow lassen. Also sobald er in dem Tunnel ist, brennt er hier eine gute Runde nach der anderen. Mittlerweile kennt man es ja von ihm. Und er muss jetzt dranbleiben. Er muss dranbleiben, selber den Fokus quasi auf den Hintern von Hasch legen. Hört sich komisch an, ist aber so. Und ja, dann kann er auch gut dran vorbeigehen.
andere Strategien vielleicht noch? Vielleicht mal einmal kürzer tanken und dann geht's hier auf Position Nummer 2 für Luigi. Im Moment punktgleich mit Position Nummer 14 in der Gesamttabelle. So, wo haben wir denn den Dirk? Dirk auf Position Nummer 11. Kommen wir doch mal dem Ruf des Netzos nach. Wo ist denn der Bele? Der parkt gerade. Ach Mensch, ey, Dirk. So, das gucken wir uns natürlich direkt nochmal im Replay an. Also live on stream Fluch hier beim Dirk passiert. Wir gucken uns das Ganze in der Wiederholung an. Ist dran an Making Noise. An Position Nummer 11 liegend hier der Dirk. Und dann geht's gleich für ihn direkt geradeaus weiter. Und damit muss er natürlich wertvolle Zeit verlieren, wertvolle Plätze. Miss Ruby ist auch mittlerweile dran vorbeigegangen. Die übrigens auch an Dexpex mittlerweile vorbeigegangen ist, der jetzt hier Position Nummer 13 innehat. Also da war die Boxeneinfahrt schon mal für Dexpex natürlich mit dabei. Noch ein Netzo, für den es nicht so gut läuft. Ja, genau. Ja, der war gut gestern. Schon vorher gewesen, hast nur Timing. Hab ich ihn im Ohr. Ja, das war mir klar, dass du ihn im Ohr hast, ne? Gar keine Frage. So, Maxi Cento an Position Nummer 1. 4 Sekunden hat der Mordskerl hier schon rausgefahren gegen Arsch. Der im Moment an Position Nummer 2 liegt hier in seinem schicken BMW. Also BMW M6 GT3 Walkenhorst an Position Nummer 2. So, dann haben wir Luigi an Position Nummer 3 und Roxor an Position Nummer 4. Also den Dreikampf, den dürft ihr gerne machen. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Hier in Lobby 2 der Karthalle Wittlich Trophy, powered by Hub SR. Reicht da aber, um vorliegt zu bleiben. Ach, jetzt gehen die Neckereien hier im Chat los. So, Roxor an Position Nummer 4. Weiter dran an Luigi und an Hasch. Also derjenige, der hier den Fehler macht, ist direkt 2 Plätze los. Auch die 3 Sekunden mit Jutti. Auch das ist nicht so viel entfernt, dass es da irgendwie zu einem größeren Fehler kommen dürfte hier von den dreien. So, Jutti auf Position Nummer 5. Dann haben wir Slaver Dio auf Position Nummer 6. Und der ist dran an Jutti. Über Wohlmanöver von Jutti haben wir gesehen. Wir gucken mal ganz kurz, welches Fahrzeug hier besser unterwegs ist, was die Reifenperformance angeht. Slaver Dio an Position Nummer 6. Jutti an Position Nummer 5 mit dem schlechteren Material. Also ein Hauch besser geht der Honda hier mit seinem Fahrzeug um, beziehungsweise Slaver Dio mit den Reifen. Der Toni, das hat er gestern nicht mitgekriegt, weil der nicht so selber gefahren ist. Der ist ja deinem Kontrahenten, deinem Namensvettern hinterher gehechelt quasi. Oder beziehungsweise vorweggefahren oder wie man es auch immer sagen möchte. So, jetzt die Attacke aus dem Windschatten raus. Slaver Dio mit dem Honda. Das ist auf jeden Fall möglich gegen den Aston Martin. Und so passiert es auch genau in dem Moment. Anbremsphase Kurve 1. Oh, der Honda ist da drin sehr, sehr fair. Die beiden hier leichter Kontakt, weil hier die Traktion verloren geht bei Slaver Dio. Und dadurch kommt Jutti wieder auf Position Nummer 5. Also, schöner Konter, leichte Probleme beim Rausbeschleunigen hier für Slaver Dio. Jetzt aber die nächste Attacke. War da ein kleiner Kontakt zwischen den beiden, können wir uns gleich nochmal im Replay angucken. Hier ist Slaver Dio wieder auf Position Nummer 6. Jutti macht sie ja mal so breit, er hat hier links und rechts die Wimpel, hat er rausgehangen, damit sein Aston Martin hier noch breiter wird. Die nächste Attacke. Nächste Attacke hier von Slaver Dio.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In dem Fall wird es hier der Terror sein. Der kann nämlich langsam, aber stetig aufschließen. 1,6 Sekunden mittlerweile nur noch. Und die Zahl tickt weiter runter. So, jetzt haben sie sich da vorne geeinigt. Oder warum geht die Zahl jetzt wieder nach oben? Nee, nächste Attacke. Nächste Attacke von Slaver Dio. Jetzt überrascht er ihn hier in den Esses. Und geht dran vorbei. Also Jutti jetzt auf Position Nummer 6. Jetzt muss Slaver Dio natürlich zeigen, dass er genug Feuer unter der Haube hat. Und hier direkt wegziehen kann von Jutti, der jetzt auf Position Nummer 6 natürlich gerne direkt den Konter legen würde. Slaver Dio an Position Nummer 5. Und wir müssen natürlich auch noch ein Augenmerk auf die schicke Boxeneinfahrt haben. Holla, die Waldfee hat Diert in sich. Fahren wir gleich auch mal mit irgendjemandem, fahren wir mal rein. So, jetzt springen wir erstmal, nachdem Slaver Dio dran vorbeigegangen ist, sich zumindest mal zwei Fahrzeuglängen absetzen konnte, ja, so anderthalb vielleicht, springen wir mal einmal komplett durch. Also, Dexbacks im Moment an Position Nummer 13, der war schon an der Box. Dann haben wir den Detonator an Position Nummer 12. Dann haben wir Miss Ruby an Position Nummer 11 unterwegs. Wird uns gleich auch Richtung Box verlassen in der nächsten Runde. Dann haben wir Position Nummer 10. Making Noise in seinem schicken Subaru WRX. So, dann haben wir Position Nummer 9. Hier ist der Mucki unterwegs im Aston Martin. Dann haben wir den Hardy an Position Nummer 8 im Porsche. Terra im Aston Martin unterwegs. Auf Position Nummer 7, Jutti und Slaver Dio, die beiden Kampfhähne, die haben wir gerade die ganze Zeit schon im Bild gehabt. Dann haben wir Roxo auf Position Nummer 4, Luigi auf 3 und Hasch auf Position Nummer 2. Also auch die sind natürlich noch gut unterwegs und eng beieinander. Oh, Probleme hier beim Hasch. Beinahe der Abflug von Hasch, deswegen ist natürlich Luigi direkt wieder dran. Gehen wir mal ganz kurz nochmal ins Replay, bevor die Jungs uns hier alle Richtung Box verlassen. Genau in dem Moment, da kriegt er Probleme, kommt mit der hinteren rechten Seite auf den Dreck und dann geht es natürlich beinahe quer. Und ja, zum Glück konnte er ihn da abfangen. So, Hasch bleibt nochmal draußen, während Luigi hier an die Box gefahren ist, genauso wie Jutti und Roxor. Also, die sind schon mal weg. Maxi Cento kann auch noch mal eine Runde nachlegen. 8,6 Sekunden hier der Unterschied zu TX3 Hasch im Moment. 8,6 Sekunden, ey. Holla, die Waldfee. Wir sind in Runde 8, bedeutet 1,1 Sekunden roundabout pro Runde, die er hier dem Kollegen Hasch abgenommen hat. So, wie sieht's aus? Miss Ruby fährt auch noch ein Ründchen. Das klappt auf jeden Fall hier auch noch mit dem BMW. Also, wir sind in Runde 8. Heißt also, einen Sinn, zwei daneben, drei Stop-Strategie. Zwei Stop geht mit dem vollen Tank. Ah ja, okay, gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Normalerweise drei Stops werden wir sehen. So, die Reifen auch schon mächtig abgenutzt jetzt hier nach Runde 8. Wahnsinn, was Maxi Busch. Ja, Bruno, hast du recht. Wo warst du von den Zeiten her, Bruno? So, Pi mal Auge? Was du so trainiert hast? Also, wo hätten wir dich gesehen? Also, wo hätte ich dich natürlich extrem gerne hier auf dem Kanal gesehen? Oh, Detonator da neben der Strecke. Wieder da ganz kurz Rasenmäher gespielt. Aber der Dirk kann sich weiter erstmal auf der Strecke halten, hier an Position Nummer 9. Beide fahren natürlich gleich in die Box. Und ich würde sagen, ach komm, bleiben wir drauf hier mit den beiden Kampfhähnen um Position Nummer 8. Dirk und Miss Ruby. Und der Jutti kommt von hinten. So, netzo. Detonator wieder auf Abwägen unterwegs. Und ja, das gucken wir uns natürlich noch mal im Replay an. Beide hintereinander. Miss Ruby und auch Detonator. Gucken wir, ob wir eine andere Perspektive vielleicht bekommen. Da geht er direkt rechts rüber. Kein Kontakt. Kein Kontakt zwischen den beiden. Also auch hier die Probleme beim Dirk bei Detonator.
So, haben wir jetzt mittlerweile alle an der Box gehabt. Maxi Cento fährt auf jeden Fall jetzt gleich rein. Also fahren wir mit dem Führenden. Huch, irgendwie immer bei Miss Ruby. Zack, weg sind sie. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so ein kleines Hähnchen aufmacht. Weiß hinten so ein, drei Tropfen Öl. Schmuck, weg sind die. Ne? Irgendwie sowas. So, Training beste 45,6 irgendwas, sonst Schnitt 46,5. Ja, da wärst du doch zumindest mal im einstelligen Platz mit dabei gewesen, würde ich mal sagen. Klick, weg. Ja, was willst du machen, Karl-Heinz? So, jetzt. Okay. Maxi Cento hat diese Boxeneinfahrt auf jeden Fall mal geübt. Kein Kontakt wirklich links und rechts. So ein Stück neben dem Spiegel. So, Hasch auf Position Nummer 2. Der ist immer noch mit dem Luigi unterwegs. So, Roxor, wie sieht's denn aus? Warum bist du so weit weg? Roxor hat ein bisschen mehr getankt. 5 Sekunden Unterschied. Hat er vielleicht da nochmal die Boxenmauer? Boxenmauer nochmal erledigt? Oder wie sah es aus? So, Hasch auf 2. Luigi auf Position Nummer 3. So, wie viel hat der Maxi Cento hier in seinen Hobel gemacht? Okay, der hat halt voll gemacht. Passt auch. Also, Strategien bei allen relativ gleich. Wir machen den Hobel halb voll. Jetzt natürlich auf den Weichen unterwegs. Viertel muss man ja auf den Weichen hier absolvieren. Ja, aber Luigi macht das gut. Der hat macht wirklich richtig gut Druck auf den Kollegen Hashi an Position Nummer 2. Und wir wissen alle, Hash ist relativ schnell unterwegs. Panito, hallöchen. Welcome at my stream. So, Luigi auf Position Nummer 3. Ja, okay. Nice to meet you. I hope you understand my extreme bad English. Genau. Und ganz zum Schluss habe ich einen Hasen, der alles übersetzen wird, was ich auf Deutsch sage, weil ich halt kein Englisch kann. Was willst du machen? So. Hasche ist auch mit Pet unterwegs. Kann man so machen. Echt jetzt? Sitzt der nicht am Lenkrad, der Hasch? Ruby wie bei Mario Kart, schmeißt mit Bananenschalen um sich. Ach, das war das, was die gerade weggeworfen hat. Ich habe gedacht, die hat einen roten Pilz nach vorne geschossen. Aber könnte auch ein grüner nach hinten gewesen sein, man weiß es nicht. Gerade sagen, brauchst noch einen Synchronübersetzer. Ja, Bruno. Also, falls sich da jemand finden sollte, der vielleicht synchron übersetzen möchte, kein Problem. Also, ich hätte da noch ein Plätzchen frei. Wird auch tatsächlich nicht bezahlt. Also, das ist der gute Job hier auf dem Kanal. Nein, Luigi, nein! Luigi mit den Problemen hier beim Rausbeschleunigen. Links auf die Seite gekommen oder was hat er da genau gemacht oder war einfach zu früh am Gas? Gucken wir uns natürlich hier nochmal im Replay an. Rechts auf dem Curb, ganz leicht und dann ein bisschen früh, es sah so aus, ein bisschen früh auf dem Gas und dann ging es für ihn direkt rechts in die Leitplanke. Roxor musste er dran vorbeilassen, links dran vorbeigegangen. Von meiner Arbeit gewohnt, dass nichts bezahlt wird. Zumindest gibt es Kaffee umsonst. Kaffeeautomat habe ich. Also Bruno, ne? Kann auch abends noch für dich weitergehen. Ja. Also wenn du auf der Arbeit schon nicht bezahlt wirst, dann könntest du den nächsten Arbeitgeber haben, der dich auch nicht bezahlt. So, wie sieht's aus? Roxor an Position Nummer 3. 1,1 Sekunden da der Abstand. So, wir gehen nochmal durch. Also, der Dirk im Moment an Position Nummer 13 unterwegs. Miss Ruby, da muss man aufpassen. Dexpex ist in der Gefahr, da den roten Panzer abzubekommen.
Die Dame hier hat auf jeden Fall ordentlich was mitgenommen an Tankinhalt. Und Dexbex mit dem extrem schlechteren Material hier unterwegs. Der war ja schon relativ früh drin. Und muss sich jetzt gegen Miss Ruby verteidigen. Bin gespannt. 15 Runden und diese haben wir noch zu absolvieren für die Kontrahenten hier. Rund um Dexbex, Miss Ruby und Detonator. Also die haben sich schon mal gefunden hier. Position Nummer 11, 12 und 13. So, 1,47, 2, 2, 2, 2, 2 im letzten Umlauf. So, dann werfen wir doch mal einen Blick. Der Dirk macht sich nämlich langsam auf, hier an Miss Ruby dran vorbeizugehen. Nett so, dankeschön. Die jetzt schon wieder auf Abwägen unterwegs. Netzo, recht herzlichen Dank für deine 10 Bits. Dankeschön. Oh, Detonator schon wieder hier mit dem Fahrfehler. Position Nummer 13. Wertvolle Zeit natürlich da in Richtung Miss Ruby verloren. Aber solange mein Chef so tut, als würde er mich richtig entlohnen, tue ich so, als würde ich richtig arbeiten. Herr Bruno, also wenn du dann hier als Synchronsprecher natürlich mit dabei wärst, dann in englischer Variante, dann würde es auffallen, wenn du nichts machst, ne? Also da, das wird auf jeden Fall auffallen. Ghost Billabong, dankeschön für dein Host. Recht herzlichen Dank. Ja, der Schaupi schaut auch rein. Hallöchen. Herzlich willkommen. Vorsicht, Bananenschalen. Ja. Ja, die Miss Ruby kriegt es heute aber richtig ab. So, bleiben wir noch ganz kurz drauf, während jetzt die Miss Ruby wahrscheinlich die blaue nach vorne abfeuert. Mal gucken, was dann mit Maxi Shento passiert. Wir wissen es nicht genau. Sehr geil, mit Mario Kart, ey. So, Detonator an 13, Miss Ruby an Position Nummer 12. Wir springen weiter nach vorne. Dexbex an Position Nummer 11. Der konnte sich natürlich absetzen hier bei den beiden Streithähnen. Dann haben wir gute 15 Sekunden Richtung Making Noise. Dann haben wir Mookie an Position Nummer 9. Hardy ist im Moment an Position Nummer 8 unterwegs. Dann haben wir Terra an Position Nummer 7. Slaver Dio auf Position Nummer 6. Auch da 3,6 nach vorne, 3,7 nach hinten. 8,9 Sekunden nach vorne zu Luigi. Und wie sieht's da aus? Luigi, 2,2 Sekunden. Wird ein bisschen größer der Abstand Richtung Roxor. Hasch auf Position Nummer 2. Auch so ein bisschen im Niemandsland unterwegs. 6 Sekunden nach hinten, 11 Sekunden nach vorne im Moment. So, und Maxi Shento an Position Nummer 1, Runde 14 von 26. Also echt, ey. Holla die Waldfee. 11,2 Sekunden. Also ich gehe davon aus, dass da so die ein oder andere Sekunde an Training reingeflossen ist hier auf der Strecke. Und wir wissen natürlich, Maxi Shento ist Grundpace, ist extrem, extrem schnell. So, gucken wir noch mal, ob der Dirk noch auf der Strecke unterwegs ist. Der hat sich mittlerweile hier an Miss Ruby dran vorbeigestohlen. Und genau in diesem Moment geht er hier dran vorbei. Miss Ruby damit auf Position Nummer 13 unterwegs. Allerdings dreiviertel voller Tank. 13 Runden noch zu absolvieren. Also andere Strategie bei Miss Ruby. Mal gucken, ob sie es noch schafft, sich da aufgrund der anderen Strategie noch ein bisschen nach vorne zu spülen. Ist natürlich möglich. So. Der kleine CT macht es sich bequem, würde ich sagen. Ne? Ihr wisst ja, wenn Gamer sich nach vorne legen, dann wird es ernst. Aber so geht auch. So, Miss Ruby an Position Nummer 13. Detonator an 12. So, dann gucken wir mal. Wie sieht's denn aus? Wo sind die Streithähne hier unterwegs? Haben sich im Moment so ein bisschen auseinandergestohlen. Das gefällt mir natürlich nicht so. Komm, Luigi. Komm, ran da. Ran an den Roxor. Wir wollen dich auf Position Nummer 3 sehen. Beziehungsweise zumindest den Fight um Position Nummer 3. Den Rest müsst ihr untereinander klären. 1,8 Sekunden der Abstand von Luigi zu Roxor. Hasch auf 2 und Maxi Shento weiterhin auf Position Nummer 1. Dadurch, dass aber gerade alles ein bisschen auseinander ist, würde ich sagen,
machen wir doch mal Folgendes. Cockpit-Perspektive beim Führenden hier bei Maxi Cento. Vielleicht können wir uns noch was abgucken. Nehmen wir mal so 5-6 Kurven nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht Luigi in der Zeit dann ein bisschen näher rangefahren ist an Roxo auf Position Nummer 3 liegen. Game Talk TV, hallöchen, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie sind die Strategien? Ja, 3-Stop. 3-Stop-Strategie wird es hier wahrscheinlich geben. Oder 2 geht natürlich auch. So, Making Noise auf Position Nummer 8 gerade gesprungen. Was ist da mit Jutti? Jutti aus der Box gerade raus. 11 Runden hat er jetzt noch zu absolvieren und hat den Hobel voll gemacht. Also hier sehen wir die 2-Stop-Strategie wahrscheinlich von Jutti. Der muss irgendwas machen. Irgendwie muss er was anders machen als die anderen. Wer war denn daneben gerade auf... Wer war denn da gerade neben der Strecke schon wieder unterwegs? Also, ganz ehrlich, so war ich jetzt so blind? War Terra? Ach komm, wir gucken uns einfach das Replay nochmal an. Mal gucken, was so passiert. Replay von Terra. Könnte er gewesen sein. Auch Hardy wäre eine Option. Making Noise. Making Noise. Okay, also Making Noise lässt da den Kollegen Jutti dran vorbei. Aus mir nicht erklärlichen Gründen. Das sieht irgendwie so aus, als ob er tatsächlich irgendwie Lenkradprobleme, Controllerprobleme, keine Ahnung, Akku nicht geladen, irgendwas. Sieht ein bisschen komisch aus, also für ich lasse jemanden vorbei oder so. Eigentlich zu lange. Ja, und Making Noise extrem langsam unterwegs. Muki kommt angeflogen. Also irgendwas muss da nicht stimmen, hier bei Making Noise an Position Nummer 9 liegen. Ich wünsche ein gutes Rennen und einen guten Stream. Wünsche dir einen wunderschönen Abend, wünsche ich dir. Bin auch schon aufgeregt, gleich in Lobby 1. Noch. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall noch an, Ebtor. Gucken wir uns gleich an. Ferrari Glenn, dankeschön für dein Follow. Glenn, recht herzlichen Dank. Willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. So, Making Noise findet jetzt das Tempo wieder. Okay, das klappt schon mal. Das klappt. Position Nummer 8. So, gucken wir uns den ganzen Spaß doch nochmal an. Die letzten 10 Runden hier, bevor wir gleich in Lobby 1 springen. Also, Maxi Cento auf 1. 14,3 Sekunden. Alter Falter, egal was man dem gegeben hat. Ich will auch was. Ich hoffe, ich komme nachher in die Lobby. Spackt heute schon ziemlich das Game. Ja, Maple, das ist ja seit gestern eigentlich schon. Gestern EGTL von Liga 4, 3-2. Ne, bei 1 war alles in Ordnung, ne? Bei 1 war alles in Ordnung, aber 3-2-1. 4-3-2 meine ich. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Echt schlimm. Deswegen, ich bin froh über jeden Start, den wir noch haben. Und wir hoffen einfach auf Gran Turismo 7. So, Maxi Cento, 14,8 Sekunden. Jetzt nochmal die Boxenstops. 9 Runden sind nochmal zu absolvieren. Also, 2-Stop-Strategie bei den Kollegen hier rund um Hasch und Slaver Dio. Luigi war schon an der Box. Der hat sich schon mal neues Material geholt. Jetzt mit den Superweichen wieder unterwegs. Mal gucken, ob es die 3-Stop-Strategie wird. Aber normalerweise, ja, 3-Stop-Strategie bei Luigi ist möglich. So, Terra Position Nummer 5. Hab's gesehen, extrem bitter. Ja, das ist tatsächlich, egal wer rausfliegt, Disconnect, irgendwas hat, weiß die Community einfach, die hält einfach zusammen. Egal wer es ist, wirklich immer aufbauende Worte. Also jetzt extrem bitter ist kein aufbauendes Wort, aber generell immer sehr ärgerlich. Und ja, da fühlen wir natürlich auch mit, wer hat nicht schon alles ein Disconnect gehabt.
Wir sind mal nachts um drei beim 24-Stunden-Rennen sind wir ausgeschieden, auf Position Nummer 3 liegen. Das war geil. Ja, da, also Disconnect bei R-Faktor 2 konnte man dann aber wieder weiterfahren. Aber trotzdem von 3 auf 8 mitten in der Nacht beim 24er. Ich sag mal so. Ne? Also ich hatte ein bisschen Hals. So, jetzt geht der Hasch an die Box an Position Nummer 2 liegen. Gucken wir uns gleich an. Roxor mit dem dreiviertelvollen Tank Roundabout. Nächste Woche dann neuer Angriff. Genau so soll es sein, Bruno. So hört sich das gut an. Jutti an Position Nummer 7, Making Noise auf Position Nummer 8 unterwegs. Mucki auf 9. Hardy auf Position Nummer 10. So, dann haben wir den Dirk auf 11. Miss Ruby auf Position Nummer 12. Ja, okay. Detonator muss nochmal rein. Miss Ruby kann erstmal draußen bleiben. Halb voller Tank, wir wissen es, reicht für 8 Runden. Also zum Durchfahren geeignet. Genauso wie bei Dexbex. Der hat einen dreiviertelvollen Tank. Gerade war der Tankrüssel ein bisschen zu lange drin. Aber alles kein Problem. Super weiche Reifen hat er jetzt hier drauf. Auch da andere Strategie. Bin gespannt. Ganz am Ende, ihr wisst, Karthalle Wittlich ist wirklich aufgrund der unterschiedlichen Strategien, die die Jungs und Mädels sich ausdenken, ganz am Ende zeigt tatsächlich der eine dem anderen, wo der Frosch die Locken hat. Also da bin ich mir sicher. Da kommt noch der ein oder andere Angriff. So, Maxi Cento kann noch ein bisschen draußen bleiben. 18. von 26 Runden. So, also er wird jetzt gleich auch reingehen, wird sich die super Weichen wiederholen. Und dann geht es hier feuerfrei weiter für Maxi Cento. So, wann war der drin? Runde 16? Ne, wann war der drin? 19 kommt Maxi. Blitzer, Dankeschön für dein Follow. Recht herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Blitzer, schön, dass du da bist. Dankeschön nochmal für dein Follow. Beste Grüße und hallo zusammen. Guck mal, da ist der Wachsomatik, der das 3D-Studio macht. 10 oder 11, bei Ende 9. Ja, aber irgendwie sowas um den Dreh, ne? Dann dürfte das ja, also das reicht ja dann dreimal mit den weichen Reifen, die er hier die er natürlich da bewegen muss. Also er muss tatsächlich die weichen Reifen natürlich hier auch benutzen. Hallöchen Blitzer, herzlich willkommen. So, Nane ist auch da. Hola. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Nice to see you again, Nane. Noch 3 Stunden Rennen dann bis zum Finale. Ach, Maxi Cento. Ach, Wachsomatik meine ich. Maxi Cento. Was ist denn los mit mir? Alter Falter, es wird immer schlimmer. Mit jedem Tag, den ich älter werde, werde ich einen Tag bekloppter, ey. Das, so habe ich das Gefühl, ey. So, Maxi Cento auf Position Nummer 1. Während Wachsomatik schreibt, dass in 3 Stunden das Studio komplett gerendert ist. Also wirklich dann alle Linien fein und hast du nicht gesehen. Maple, Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. So, Maxi Cento kommt jetzt rein. Also jetzt geht's hier auf Superweich. So, dann haben wir Hasch auf Position Nummer 2. Luigi, 3,6 Sekunden ist da der Abstand. 10 Sekunden auf Roxor. Also Roxor muss nicht mehr rein. Luigi an Position Nummer 3. Was findest du besser? In Porsche Gruppe 3 oder in Nissan, Nissan Gruppe 3 oder in BMW Gruppe 3? Nico, tatsächlich würde ich, wenn du die 3 Konstellationen nimmst, für den komplett Allrounder würde ich den BMW nehmen. Ja, Nane, du machst mich fertig, ey. Also, so, wo ist eigentlich der Bruno? Der Bruno hier, unser Dolmetscher, was ist denn da los? Wie sieht's denn aus? Wärst du noch mit Spanisch ein bisschen mit dabei? Ich hätte da noch einen zweiten Job für dich. Guck mal, da kommt der Karl-Heinz, der bietet sich an. So, wie sieht's aus? Luigi, Position Nummer 3, 4 en Roxor.
Slaver Dio. Dann haben wir den Abstand zu Terra. Yuji an Position Nummer 7. Hardy auf Position Nummer 8. Dann haben wir Making Noise an Position Nummer 9. Muki an 10. Den Dirk haben wir auf 11. Der konnte sich ja aus den Fängen von Miss Ruby befreien. Aber Miss Ruby kriegt hier Männerbesuch. Männerbesuch in Form von Dexbex und seinem VW Beetle. Ach komm, da waren wir schon lange nicht mehr drin, oder? Im VW Beetle waren wir schon lange nicht mehr drin. Komm, springen wir mal rein hier beim Dexbex, beim David an Position Nummer 13. Die letzten 6 Runden sind angebrochen. Die 6 Runden und der Rest von dieser, während er jetzt hier gerade mit Miss Ruby am Fighten ist. Gucken wir uns natürlich aus der Perspektive wieder an hier von außen. TV-Kamera natürlich. Dexbex an Position Nummer 13. Hier der spannendste Fight im Moment. Auch 12 und also auch 11 und 10 kommen so langsam. Kommen so ein bisschen näher. 13, 12, 11 und 10. Also auch hier der nächste Fight im Anflug. Der Dirk darf jetzt nur sein Fahrzeug nicht irgendwo hinsetzen. Haben wir ja schon 2-3 Mal gesehen, dass er hier ganz kurz mal den Rasen gemäht hat. Oder vielleicht eine hübsche Frau gesehen hat, wo er mal ganz kurz anhalten wollte und mal Winke-Winke machen wollte. Man weiß es nicht genau, aber im Moment auf Position Nummer 11 ist er dran an Muki 86. Warum gibt es keine Möglichkeit, das G26 zu benutzen? Nico. Ah, siehst du, Bruno, wie ist eingestellt. So, Detonator an Position Nummer 11. So, dann springen wir mal zurück hier zu den beiden Kampfhähnen. Dexbex mittlerweile gerade eben dran vorbeigegangen. Gucken wir mal. Okay, also kriegen wir nicht mehr ins Replay. Bedeutet für uns, wir springen weiter nach vorne. Und gucken uns an, wie der Dirk Duck gerade an Muki vorbeigegangen ist. Was? Fahrfehler bei Muki. Fahrfehler von Muki. Kommt da von der Strecke ab. Wir gucken uns das Ganze nochmal im Replay an. Muki hier noch auf Position Nummer 10 und der Dirk wird jetzt diese Position erben. Anbremsphase, Kurve 1 mit dem ersten Martin. Kommt deutlich zu weit raus auf der linken Seite und dann geht natürlich hier der BMW pilotiert von Detonator dran vorbei. Naja, weil ich nicht 50 Euro für einen Adapter ausgeben möchte. Ja, genau. Also klar, Adaptermöglichkeit gibt es natürlich. Also wenn ich hier auf der Plazy fahre oder so, dann fahre ich auch meinen Fanatec V2. Weil ich habe mir auch aus Amerika einen Adapter besorgt. So, Muki 86 auf Position Nummer 13. Miss Ruby dran vorbeigegangen, Dexbex dran vorbeigegangen, Detonator dran vorbeigegangen. Also in den letzten Sekunden extrem schlecht gelaufen. Und wir gehen zu Making Noise und der ist neben der Strecke unterwegs. Dann machen wir ein kurzes Replay hier von Making Noise. Gucken wir uns nochmal die Entstehungsphase dieses Ausritts an, genau in diesem Moment. Aber fängt er gut ab, kommt nirgendwo dran, kann gut wieder beschleunigen. So, Position Nummer 8. Ja, ich habe dann auch vor Speedback, Nico. Hardy an Position Nummer 8, Yuti an Position Nummer 7. Yuti an 7, 6 Sekunden hier der Abstand, haben sich ein bisschen auseinandergestohlen hier die Jungs und Mädels. Slaver Dio auf Position Nummer 5. Wie sieht es zwischen Luigi und Roxor aus? Roxor im Moment mit einer guten Pace, genauso schnell unterwegs wie der Luigi hier an Position Nummer 4 liegend. Springen wir eben ganz kurz zum Roxor auf Position Nummer 3. Dann haben wir Hasch auf 2 und Maxi Shento auf Position Nummer 1 mit über 20 Sekunden. Okay, dann lohnt es sich doch. Ja, also ich den Adapter, ich sag mal, ich möchte ihn nicht missen.
Das heißt, wir können also Spanisch sprechen. Ja, der Einzige, der es nicht kann, ist der Typ, der hier eingeblendet ist. Der Typ unten rechts im Bild. Ja. Also ich kann nur die wichtigen Sachen, und zwar una cerveza, por favor. Ja. Und für früher war es noch Cenicero, was Aschenbecher heißt. Und damit bin ich komplett den ganzen Tag klargekommen, wenn ich in Spanien im Urlaub war. So, Roxo auf 24 Sekunden haut der hier. Letzten drei Runden und der Rest von dieser. Jetzt erstmal die Überrundung mit dem VW Beetle. Hier von Dexbex. Geht jetzt dran vorbei. Dexbex lässt ihn natürlich vorbei. Haut sich direkt in den Windschatten. Und so langsam kommt er näher. Luigi, komm, mach uns den Tanz um Position Nummer 3 hier. Komm, auf geht's. Sekunden. Wir gucken mal, Roxors Reifen sind auch runter. Roxors Reifen, andere Strategie, auf Position Nummer 3 liegend. Luigi schon mal hier mit dem Lichthupen-Tourette unterwegs. Kommt angeflogen. Unter einer Sekunde. So, dann gucken wir für den Dirk mal eben, für Nico mal kurz in die Schublade. Ich habe mir diesen hier geholt. So, Luigi ist dran. Genau so wollen wir es sehen. Und ich habe gerade übrigens die Nachricht gekriegt, dass der HSV 2-0 führt, meine Freunde. Ja, ihr dürft ruhig gerne mal applaudieren. Der HSV führt tatsächlich 2-0. Wollte es ja nur mal ganz kurz gesagt haben. Während wir hier Luigi natürlich sehen, der unbedingt Position Nummer 3 haben möchte. Und geht genau jetzt in dem Moment dran vorbei. Roxor kann sich da nicht verteidigen. Aber die... Oh, der Konter. Ich hab's gerade... Er kann sich da nicht verteidigen. Roxor wieder auf Position Nummer 3. So soll es sein. Roxor auf Position Nummer 3 mit dem Konter. Schöner Mann. Schönes Manöver. Ah, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Die letzten Runden hier. McLaren gegen Dodge Viper. Also, um jetzt genau zu sein, natürlich ein 650S. Zufall. Ja, nicht so, ist mir egal. Drei Punkte sind drei Punkte. Zufall ist uninteressant. Ja, genau, Nico. Also, Luigi auf Position Nummer 4. Roxor auf 3. So, jetzt kommt die nächste Attacke. Nächste Attacke gegen Roxor. Diesmal probiert das außenrum. Kann die Dodge Viper ihn auch innen auf der Kampflinie hinten halten? Das ist die Frage. Jetzt muss ich eine bessere Linie finden. Aber der McLaren sticht jetzt wieder innen rein. Nächster Versuch. Beide nebeneinander. Ganz knapp nebeneinander, aber muss er zurückziehen. Muss Luigi zurückziehen hier, bevor die Rechtskurve kommt. Und man sieht, die Dodge Viper pilotiert von Roxor komplett. Aber komplett auf der Verteidigungslinie, auf der Kampflinie unterwegs. Wo ist Maxi? Brüni. Ich würde sagen, auf Position Nummer 1. Nummer 1, Maxi Cento. Also ich bin da raus. Genau so ist es, Toni. Ich bin da quasi raus. Aber schön, dass ihr das übernehmt hier mit Nane. Die denkt sich irgendwann, ey, der komische Typ. So, Roxor auf Position Nummer 4. 6 Sekunden dahinter ist Slaver Dio. Und Roxor kann natürlich, schaut euch an, der ist nur noch auf der Karkasse unterwegs, ja? Maxi ist schon im Ziel. Naja, so schlimm ist es doch noch nicht. Der hat noch die letzte Runde, den habe ich doch im Auge. Wir wollen doch die Zieleinfahrt nicht verpassen, natürlich nicht. So, aber hier, Roxor kann natürlich mit seinem schlechten Material, guckt euch den Unterschied an zwischen den beiden, kann da nicht gegenhalten. Schöner Konter gerade,
aber nicht wirklich bis zum Schluss. So, jetzt ein Bierchen und ab in Lobby 1. Karl-Heinz, viel Erfolg auf jeden Fall. Ich komme auch gleich dazu, Karl-Heinz, falls du da, falls du jemanden siehst, der bei dir im Cockpit mal reinguckt, ne, nicht wundern. So, Maxi Cento auf Position Nummer 1, Numero Uno, Number One, Maxi Cento mit 29,6 Sekunden Vorsprung gewinnt er hier dieses Rennen. Ja, sehr schön. Stell schon mal um Beifahrersitz. Ich bin gleich da. Der ist auch aus Amerika, Nico. Also den gibt es da auch nicht mehr. Also da muss er ganz normal über andere Seiten gehen. Muss du mal eingeben bei Google. Da gibt es eine oder zwei Seiten, gibt's, wo die noch kaufbar sind. Maxi Cento an Position Nummer 1. Also Chapeau für dieses Rennen. Chapeau für dieses Rennen. Sehr, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch. Maxi Cento hier an Position Nummer 1. Und wer sich hier gar nicht verstecken muss, ist der Hasch mit dem Controller unterwegs. Position Nummer 2. Gib dem Typen mal ein Lenkrad, dann sieht das hier aber ganz anders aus. Hasch an Position Nummer 2. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Die letzten Meter. Letzten Meter von Hasch an Position Nummer 2. So, also auch da abgewunken, schwarz-weiß karierte Flagge. Wir gehen zu Luigi. Luigi an Position Nummer 3 in seinem McLaren geht jetzt auch über die Linie. Gefolgt von Roxor 3 Sekunden danach. Auch er mit Lichthupe gibt er uns natürlich die Information, dass er damit mehr als zufrieden ist. So, dann haben wir Slaver Dio an Position Nummer 5. Jutti an Position Nummer 6. Der kommt jetzt hier mit seinem Aston Martin. Dexbex ist nicht so ganz zufrieden. Der ist schon mal abgewunken. Gucken wir uns gleich an, wo die Endplatzierung war. Aber Dexbex, was willst du machen? Du bist auf der Banane von Miss Ruby ausgerutscht. Jutti, Position Nummer 6. Terra auf Position Nummer 7. Dann haben wir last but not least, der noch nicht abgewunken ist. Position Nummer 8. Der Hardy hier in seinem Porsche 9-11 unterwegs. World Penguin auf Position Nummer 8. Dann haben wir Making Noise auf 9. Dexbex auf Position Nummer 10. Der nicht zufrieden ist mit seinem Rennen. Detonator auf 11. Miss Ruby auf Position Nummer 12. So der Stand der Dinge. Ausprobieren, wenn nicht, sind halt 20 Euro im Eimer, aber keine 50. So, also, Stand der Dinge. Lobby 2 ist damit erledigt. Und wir gucken uns das Ganze natürlich nochmal an. Also, fabelhafter Sieg von Maxi Cento. Mucki ist auf Position Nummer 13 gelandet. Den war ich euch natürlich noch schuldig. Also, Maxi Cento auf 1, Hasch auf 2, Luigi auf 3. Dann haben wir Roxor auf 4, Slaver Dio auf 5, Jutti auf 6. Dann haben wir Terra auf 7, Psycho Hardy auf 8, Making Noise auf 9. Dann haben wir Dexbex auf 10, Detonator auf 11, Miss Ruby auf 12 und Mucki auf Position Nummer 13. Schnellste Runde 1:43.754 geht da an Maxi Cento. Damit haben wir nochmal ein Pünktchen mit dabei und natürlich den Sieg. Also dürfte es rein theoretisch nächste Woche für Lobby A reichen hier für Maxi Cento. Ah, ich glaube schon. Also da könnte es in diese Richtung gehen, genauso wie Luigi an Position Nummer 3. So, da ist natürlich auch der Aufstieg so gut wie möglich. Ja, Mucki, lief nicht so, ne? Aber Kopf hoch, Arctis Gaming. Kopf hoch. Lief nicht gut. Ja, genau. War halt kacke. Ja. So. Aber was willst du machen? Manchmal ist es so. Ja, lief nicht gut und es lief scheiße, ist das Gleiche. Ja. So, also. Das ist hier Lobby 2 gewesen. Und wir gucken uns natürlich jetzt auch Lobby 1 an. Und das machen wir. Wir rennen mal ganz kurz ins neue Studio, würde ich sagen. Rennen wir mal kurz rüber.
So, also hier neues Studio und dann gucken wir uns natürlich auch die Tabelle von Lobby A an. Die gucken wir uns an, während jetzt die neue Lobby im Hintergrund aufgebaut wird. Also, so sieht es aus im Moment an der Spitze der Kartadler-Wittlich-Trophy. Und zwar ist der Mac vor Scheibenwischer Markus unterwegs im Moment in der Gesamtwertung. Als Position Nummer 3 haben wir den Herrn Greve mit dabei. Black Muffin an Position Nummer 4. Dann haben wir den Röni an 5. Chaupi an 6. Maple an 7. Dann haben wir Gotcha an 8. So, Chaupi, danke schön für deinen Host. Geil, hast du jetzt auch ein Studio. Mega, ja, hab ich. Wir sind mit dem Render noch nicht ganz durch, deswegen, also es wird noch ein bisschen schärfer, aber ja, und Evo, ne? Wir müssen uns leider über die Tabelle unterhalten. Die sieht nicht so toll aus. Ne? Also wir müssen uns dann nochmal zusammensetzen. Ja, Maple waren wir, Gotcha an 8, dann haben wir Flotte Biene an Position Nummer 9, Big Mama an 10, Karl-Heinz an Position Nummer 11, der hat ja schon mal das Bierchen aufgemacht. Mal gucken, ob er da nach vorne kommt. Dann haben wir Robby an Position Nummer 12, Dark Paddy und Tim Bolowski an 13 und an Position Nummer 14. So, ihr seht es hier eingeblendet. Split 2 startet jetzt gleich natürlich auch. Eine kleine Pause werden wir haben. Und ja, in der Zeit werfen wir natürlich erstmal einen Blick, ob die Lobby wieder auf ist. Im Moment noch nicht. Die letzten Vorbereitungen laufen da. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich ganz wohl in dem Studio. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Also zumindest, ja, ich finde es in Ordnung. Und das muss ja erstmal reichen. Innerhalb 2 Minuten 2-2. So, wenn der Streamer schlechte Laune kriegt, macht er sich mal was zu trinken auf, nicht erschrecken. Echt jetzt? Das ist doch wohl ein Scherz, 2-2 oder was? Röni, dankeschön für deinen Host, dankeschön. Damit die Laune nicht so schlecht ist. Sandmann, recht herzlichen Dank für dein Abo im 7. Monat. Recht herzlichen Dank. In 2 Monate werden wir Eltern. Ist quasi zeitgleich mit dem Wachsomatik. Der ist auch in Monat 7. Weißt du schon, was das wird, Sandmann? Recht herzlichen Dank für den 7. Für den Resub im 7. Dankeschön. So, Inkognito, morgen TCC zusammen. Das, da bin ich mal gespannt. Luigi, Hallöchen, herzlich willkommen. Glückwunsch zum 3. Platz hinter Hasch und hinter Maxi Cento. Also, herzlichen Glückwunsch. Strategie ist aufgegangen, mit dem besseren Material an Roxor dran vorbeigegangen, der ja lange Zeit Position Nummer 3 inne hatte. Was für ein schönes Rennen gerade. Making Noise ist auf jeden Fall zufrieden. Das haben wir auch gesehen an deiner Lichthupe. Waren wir natürlich live drauf. Terra, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Bist zufrieden mit deinem Rennen, Terra? Es geht? Okay. Also, es geht, ist eingerichtet. Vielen Dank, das war das Ziel, aber Reiser sehr gut gefahren. Ja, definitiv. So, ich gucke jetzt selber hier. So, geben wir ein. Ja, als der Heinz 2-3 geschrieben hat, ich glaube, ganz kurz wollte ich jubeln, aber
Wenn du dich noch ein bisschen anstrahlst mit Licht, wirkt es noch realistischer. Ja, wir müssen vertippt. Ja, Heinz, das ist klar. Das ist klar. Ich wollte hier gerade feiern, weißt du, hast du das Lächeln schon auf den Lippen gesehen? Und ja, dann steht es halt 3-2 für Paderborn. So, also, der Streamer hat schlechte Laune. Deswegen kann jemand anders weitermachen, bitte. Nein, natürlich nicht. Scheiß drauf. Habe ich keinen Einfluss drauf. Deswegen ganz am Ende, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mein Fernseher hat sich hin und wieder ausgeschalten. Making noise, was ist denn da los? Ist aber ein ziemlich kleiner Tisch. Nein, ist nicht klein. Der ist relativ groß sogar. Lobby ist auf. Sehr schön, dann springen wir doch da rein. Gehen wir doch mal in Richtung Split 1. Tabelle haben wir gerade gesehen. Definitiv gegen Ende nach dem ersten Boxenstopp das schlechtere Material und dann blieb mir nur eine 2 Superweich-Strategie. Und ja, die Boxenmauer ist mir bekannt. Das ist auch geil. So. Nein, das bin ich nicht, sondern weil ich hier, wenn ich die Arme so mache, Joe Ace, wenn ich die Arme so mache, kann ich doch auf dem Schreibtisch auch oben drauf sein. Das, ich glaube, das geht schon. Groß genug, können 3 dran sitzen, ja genau. Also ich lade mir noch ein paar Kommentatoren ein hier. Joe Ace, Hallöchen erstmal. Wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? So, dann gucken wir uns natürlich hier den nächsten Verlauf an. So, springen wir gleich rein. Den Tisch bei Sky geklaut, na klar. Natürlich Terra. Also man kann sich 3D-Varianten natürlich kaufen, das habe ich getan, das, so dass man das halt natürlich verwenden darf. Nach dem Erfolg vom Wochenende blendend. Was war denn, Joe? Hallo Marcel, hallo Racer, hallo Jutti. Wunderschönen guten Abend. So, wir sind drin in der Lobby, also das funktioniert auch wunderbar wieder. Also ich sehe auch einen Maple. Einen Maple habe ich gerade im Blick in seinem Aston Martin, also das hat auch funktioniert. Wenn dann jetzt gleich alles bis zum Ende funktioniert, sind wir doch komplett froh. Wir sind Football-Staatsmeister geworden. Ja, Joe Ace, Glückwunsch! Glückwunsch, der Joe Ace trainiert übrigens eine Footballmannschaft. Sky hat gerade angerufen, die wollen ihr Studio zurück. Wenn die nächste Mal kommentieren, dass Paderborn 4-2 führt, dann kriegen die gar nichts mehr zurück, Heinz. So, also ich würde sagen, wir machen bewegte Bilder. Wir gucken mal durch und so, Tim Bulowski ist auch noch reingesprungen. Ist schon zu Ende oder was? Nicht so. Reißt das Sky-Studio direkt hier wieder ab hinter mir. So, was will man machen? Also, schalt mich mal kurz weg, ich muss kurz heulen. Ja, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Und deswegen springen wir rein und machen erste Halbzeit ist gleich um. Nicht so. Ich würde sagen, wir machen bewegte Bilder. Und deswegen springen wir rein. Ich wünsche euch extrem viel Spaß mit Lobby 1. Natürlich wieder ein Mädel mit dabei, was wir anfeuern können. Also, flotte Biene mit dabei und wir springen rein. Ich wünsche euch extrem viel Spaß. Feuer frei. Auf geht's. So, wieder zurück in dieser schicken Szene. Wir sehen es gerade. Wir sind noch im Training. Drücke den Speed Art Motorsportfahrer Dark Paddy.
Brücke dem. Achso, okay. Ah, Terra, ich kann einfach nicht lesen. Ne? Also, ich fange nochmal von vorne an. Ich komme nochmal in den Satz zurück. Brücke dem Speedart-Motorsportfahrer Dark Paddy viel Erfolg und den anderen viel Spaß. So, Dark Paddy haben wir natürlich, glaube auch dabei. Wo ist er denn? Wo treibt er sich denn gerade so rum hier? Auf Position Nummer 5. Da haben wir die Speedart-Lackierung in seinem schicken Mercedes-Benz. So, also springen wir durch. Wie sieht's denn am heutigen Tag aus? So, jetzt machen wir erstmal das hier aus. So, klack, weg. Weg mit dem Namen und dann geht's weiter. Mac an Position Nummer 1. Black Muffin an Position Nummer 2 hier gerade gelistet. So, Flotte Biene auch schon unterwegs. Dann haben wir Maple an 4. Wir sind natürlich gerade noch im Training, ne? Also alles gut. Dark Paddy mit dabei. Im Mercedes, gerade schon erwähnt. Dann haben wir hier den Röni mit dem Nissan GT-R. Dann haben wir den Gotcha mit seinem Renault. Dann haben wir Robby an 9 gelistet gerade. Der ist unterwegs mit seinem schicken McLaren. Dann haben wir Big Mama im Subaru. Gefolgt von Tim Bolowski im Lexus. Schaupi. Auch da geht's mit dem Nissan GT-R weiter. Dann haben wir den Markus mit einem Subaru unterwegs. Also Scheibenwischer Markus natürlich hier. Jetzt müssen wir erstmal warten. Kannst du mal einmal ganz kurz kannst du mal so fahren, dass wir das an der Seite sehen? Also wir müssen gucken, ob da Bosch-Werbung drauf ist. Ist doch klar. Natürlich, Aero Twin ist mit drauf. Also Hashtag unbezahlte Werbung. Hier beim Markus auf seinem Fahrzeug. Der braucht nämlich nach jedem Trockenrennen immer einen Satz neue Wischer. So, und dann haben wir den Karl-Heinz. Der ist hier gerade wahrscheinlich noch mit beschäftigt, da Bier aufzumachen. Man weiß es nicht genau. Aber er im Peugeot RCZ unterwegs. Hier noch an der Box. Black Muffin auch gerade wieder zurückgesprungen. Hier der Kollege von Leadlab unterwegs. Auch schick, ne? Auch schick. Ja, gefällt mir, muss ich sagen, gefällt mir. World Penguin eSport ist auch da. Hallöchen, Gyrostella. Didi, hallöchen. Ein Hallo von Gyrostella und Popnite. Ah, okay. Didi und Marc, beide in einem Raum, würde ich sagen. Ist das Markus Markenzeichen? Ja, genau so ist es. Scheibenwischer ist Markus Markenzeichen. Moin, ich und Chat. Sonic, hallöchen, wunderschönen guten Abend, hi. So, bewegte Bilder. Wir wollen beginnen, meine Freunde. So, mal gucken, ob ich hier eben kurz meine Information, Insider-Information bekommen könnte. Wie sieht's denn aus? Oh, da werfen wir doch mal einen Blick. Vielleicht können wir da irgendwo erhaschen, wo ist die Startzeit. So, guck mal, da kriege ich sogar die persönliche Einladung von Evo. City Meister, kommst du auch? So, also Hasch, es gab ja gerade die Frage, bekommt Hasch Punkte, ja oder nein? Nein, die bekommt er nicht. Ja, also da ist Erfuhr außerhalb der Punktewertung, ist die Information, die ich da habe. So, und von mir aus dürfen wir loslegen. Wir dürfen loslegen. Also, Feuer frei. Evotropic, falls du mich hörst, wir können loslegen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Komm, wir machen hier Quali. Komm, Quali. 10 Minuten, komm, machen wir. Heute extra besonders. 10 Minuten Quali. So, Maxi Cento ist auch da, feuert natürlich hier Leadlab an. Leadlab, go, go, go. So, jetzt kann ich mal hier auf den Knopf drücken. Ja, ich bin auch ein Gönner. Ja, ich gönne der Lobby 1 heute mal 10 Minuten Quali. Aber auch nur, weil ich einen guten Tag habe, würde ich sagen. Nur, weil ich einen guten Tag habe. So, der Mac hat sein Fahrzeug schon mal. Ja, genau. Ja, dreimal hoch und so, ne, Terra?
So, Mac hat sein Fahrzeug auch besetzt, ebenfalls im Peugeot unterwegs. Der Gesamtführende vor diesem Rennen. Ja, ich weiß, habe ich gesehen, aber leider habe ich im Training kein Replay. Hätten wir uns gerne nochmal angeguckt. So, Black Muffin natürlich hier im schicken Jaguar unterwegs. Dann haben wir Schaupi an Position Nummer 3. Herr Greve an 4, der Röni an 5. Und natürlich, wer morgen Abend noch nichts vorhat, darf gerne einschalten. Morgen Abend geht's weiter mit der Touring Car Championship. Erste Mal auf meinem Kanal, Flatsch neue Liga. 3 Lobbys parallel, 42 Fahrer, super geile Trailer. Also dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also schaltet ein morgen, wenn ihr Zeit habt und Bock habt. Immer gern gesehen. So, alle beitreten und Sektor 1 absolvieren. Oh, es geht los. Wir dürfen ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Auf geht's Richtung Sektor 1. So, alle raus. Dann gucken wir mal, ob hier... So, flotte Biene. Flotte Biene. Die Alpha-Biene ist es ja mittlerweile, ne? Alfa Romeo 4C. Also, wir sind komplett in Lobby 1. Flotte Biene an Position Nummer 14. Mademoiselle, würden Sie bitte aus der Box fliegen? Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Geht doch. Sollte sich Hase mal eine Scheibe abschneiden, ne? Flotte Biene hat wenigstens auf mich gehört. Oh, krieg ich gleich wieder ein paar rein, ne? Ich sollte das sein lassen, ne? Die Nächte auf der Couch sind echt schlimm. So, auf ein gutes Rennen. Quali geht jetzt natürlich direkt los. Rönis Hocker sieht auch geil aus. Meinst du den hier, oder was? Nissan GTR. So, also. Der Moment, wo man ein bisschen Spaß haben kann, wenn man den ersten Sektor absolviert hat. Und jetzt geht's los. Quali. 10 Minuten restliche Zeit. Auf geht's. So, dann gucken wir doch mal. Mac hier als erstes rausgegangen. Der Gesamtführende. Black Muffin dahinter. Dann haben wir... Ja, sortiert sich natürlich. Der Röni ist mit dabei. Ja, wir kennen ja Gran Turismo Sport. Ne? Links auf die Zahlen dürfen wir jetzt noch nicht achten, solange bis bei Mac wieder die 1 vorne steht. Weil ist ja auch so schwierig, wenn einer als erstes rausfährt, dann eine 1 drüber zu schreiben. Tickt sie jetzt runter und dann geht es natürlich direkt hier in die Qualifikation. Und der Mac wird uns die erste Zeit hier in den Asphalt hauen. Kalle, die Pinguine drücken dir die Daumen. Auf geht's. Sollen wir mal gucken, wo er sich so gerade rumtreibt? Auf Position Nummer 13. Also als 13. rausgefahren. In seinem Peugeot unterwegs. So, bin ich mal gespannt, ob Kalle unter... eventuell einem getrunkenen Bier da ordentlich fahren kann. Also im Moment fährt er Schlangenlinie. Was ist da los hier? Don't drink and drive, Karl-Heinz. So, und last but not least hier Scheibenwischer Markus an Position Nummer 14. Der will also bis zum Schluss sich hier aufbewahren. Will ganz zum Schluss über die Linie gehen, an Position Nummer 14 rausgefahren, während Mac jetzt hier seine Runde beginnt. Also drücken wir die Daumen für Mac, Black Muffin, der Röni, alle schon über die Linie gegangen. Maple kommt jetzt auch gerade drüber. Dann haben wir die flotte Biene an Position Nummer 5. Dark Paddy, Herr Greve. Dann haben wir Schaupi, dann haben wir Robby, dann haben wir Big Mama, Gotcha, Timbolowski, Karl-Heinz und Markus. So die Reihenfolge, wie wir jetzt gleich hier Zeiten bekommen. Bleiben wir drauf beim Mac, beim Gesamtführenden im Moment. Position Numero Uno. Also im Moment 10 Punkte Vorsprung vor Markus. Und insgesamt 14 Punkte vor Markus.
Vom Herrn Greve meine ich natürlich, nicht vom Markus. Markus, das sind ja nur 10 Punkte, ist ja klar. Wir drücken die Daumen, sonst gibt's kein Bier mehr. Oh, das muss ich ihm aber vorher noch sagen. Markus, wisch, was das Zeug hält. Was das Zeug hergibt. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Mac mit dem ersten Umlauf. Kann er direkt eine ordentliche Zeit platzieren? Kann er sich direkt Richtung Position Nummer 1 beamen hier? So, die nächsten 4 Kurven noch zu absolvieren. Und dann wissen wir Bescheid. Erster Anlauf von Mac, Black Muffin und Röni direkt hintereinander. Dann kommt eine ganz, ganz kleine Lücke Richtung Maple. Drücken wir natürlich allen die Daumen hier. Lead Lap reichlich vertreten. Wo bleibt die Zeit stehen? Bei einer 1:44.261 hier für den Mac. Black Muffin, 1:44.914, 1:45er Zeit vom Röni. Also bleibt in der Reihenfolge erstmal. Dann haben wir den Maple, der geht jetzt hier auf Position Nummer 4. Flotte Biene auf Position Nummer 3. Die hat sich aber in den Alpha auch sowas von verguckt, muss ich sagen. So, Maple auf 5. Dann haben wir Dark Paddy auf Position Nummer 6. Dann haben wir den Röni auf 7 jetzt mittlerweile. Gotcha auf Position Nummer 8 gesprungen. Robby auf 9. Timbulowski geht auf Position Nummer 10. Herr Greve auf Position Nummer 11. Dann haben wir Big Mama und Markus an Position Nummer 14. Wo bleibt seine Zeit stehen? Wo geht es hin? Position Nummer 3. Da geht noch was, Jungs. Da bin ich mir auch sicher. Da bin ich mir sicher. Die 43er Zeiten wollen wir hier auch sehen. Genauso wie von Maxi Cento gerade in Lobby 2. Dürfte ja klassisch zum Aufstieg reichen, Maxi Cento. Da waren ja nicht mehr so viele Punkte zwischen uns. 7, um genau zu sein, Richtung Timbulowski. So, und weiter geht's mit Umlauf Nummer 2. Schaupi an Position Nummer 2. Der hat hier seinen Nissan GT-R gut im Griff. Markus auf Position Nummer 3. Black Muffin auf Position Nummer 4. Der Röni im Moment nur auf Position Nummer 9. Musste jetzt gerade auch erstmal am Black Muffin vorbei. Mal gucken, wo die Zeit hier stehen bleibt. Ist auf der schnellen Runde unterwegs. Leg direkt nochmal eine nach. Wird, glaube ich, knapp mit dem Aufstieg. Ja, da muss er vielleicht noch ein Rennen Geduld haben, Maxi Cento, oder? Aber ja, je nachdem, wie die Jungs jetzt hier ins Ziel kommen. Wo bleibt die Zeit von Röni stehen? Röni geht auf Position Nummer 9. Ganz knapp verbessert, 1:45.455, um genau zu sein. 43 Tausendstel an Position Nummer 8 vorbeigeschraubt. So, jetzt kommen die Jungs hier erstmal alle an die Box. Erstmal nochmal frisches Reifenmaterialchen geholt. Mac an der Box, Schaupi an der Box. Wie sieht's aus bei Markus? Auch nochmal an der Box und dann der nächste Umlauf. Eigentlich die beste Strategie hier auf Autopolis heute. So, Big Mama 1:46.868. Position Nummer 13. 13 hier für Big Mama. Herr Greve jetzt mit dem nächsten Anlauf. 1:52.332 als nicht gewertete Runde. Also der Kamelreiter, so wie der Herr Greve hier genannt wird, steht auch auf seinem Fahrzeug. Der Herr Greve auf Position Nummer 14. Oder hat der Kamelreiter runtergenommen? Steht doch noch hinten drauf, wollte schon sagen. Also, Herr Greve an Position Nummer 14. Da wollen wir auf jeden Fall noch was sehen. So, wo ist Toni und wo ist Bruno zum Übersetzen? Der Kollege hier von High Performance Sim Racing. Position Nummer 14 im Moment. Restliche Zeit seht ihr natürlich hier direkt eingeblendet. 2:55 noch. Wie sieht's aus bei Mac? Mac geht jetzt über die Linie, Boxenrunde. Also, jetzt seine nächsten beiden Runden sind entscheidend. Also eigentlich die jetzt, weil er jetzt richtig gutes Material unterm Hintern hat, der Mac. Genauso wie beim Schaupi.
und auch bei Markus der Position Nummer 3 innehatte. Black Muffin an Position Nummer 4 geht jetzt wieder am Röni vorbei. Karl-Heinz auf Position Nummer 5. Ey, Maxi Gento, ey. Kannst du mal übersetzen, oder was? Ich schmeiß doch jetzt hier nicht den Google Translator an während des Streams. So, Flotte Biene, Position Nummer 6 im Alpha unterwegs. Maple an Position Nummer 7. Lässt hier gerade mal Robby vorbei. Dann haben wir Dark Paddy an Position Nummer 8. Röni an Position Nummer 9. Da geht aber auch noch was. Dann haben wir Robby an 11, dann haben wir 12 Tim Bolowski, 13 Big Mama und Herr Greve an Position Nummer 14. Bruno nascht gerade. So, Mac 0,3 Sekunden hier vor Schaupi. Am Mittwoch wird die Tabelle aktualisiert, dann werden wir sehen. Ah, ich bin gespannt. Ich drück auf jeden Fall die Daumen, Maxi Schetto. So, keine Verbesserung hier bei Mac. Wie sieht's aus? Schaupi, Black Muffin. Black Muffin mit der Verbesserung auf Position Nummer 4. Karl-Heinz auf 5 im Moment. Also, für alle Karl-Heinz-Fans, Position Nummer 5, das lässt sich auf jeden Fall schon mal ordentlich sehen, während wir Black Muffin hier mit dem Problem sehen. Der Röni kommt da von hinten angeflogen. Karl-Heinz auf Position Nummer 5. Flotte Biene im Moment auf Position Nummer 6 verdrängt. Tim Bolowski mit der neuen Bestzeit. Flotte Biene, Position Nummer 5. Karl-Heinz, Position Nummer 3. Geht hier an Markus vorbei. Och, hier wirklich Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag geht's hier wirklich hin und her. Eins nach dem anderen. Markus auch schon mal so weit durch. Markus durch auf Position Nummer 4, konnte seine persönliche Bestzeit hier nicht setzen. 1:45.089 im letzten Umlauf. So, Schaupi an Position Nummer 1 und Mac mit einer 1:44.261 immer noch auf Position Nummer 1. Allerdings hier mit einer 0-4er Penalty versehen. Die Runde kann er in eine Tonne werfen. Also, Schaupi an Position Nummer 2. Der hat noch Wörtchen mitzureden, genauso wie der Karl-Heinz hier an Position Nummer 3. Wird natürlich schwierig mit dem immer abnutzenderen Material rund um die Reifen. Karl-Heinz auf Position Nummer 3, Schaupi auf 2, Markus in Anführungsstrichen nur auf 4. Black Muffin auf Position Nummer 5, die sind auch durch soweit. Maple nochmal mit einer Bestzeit. Dark Paddy geht nochmal auf Position Nummer 5. Black Muffin damit verdrängt, 18.000stel. Ja, so, wow, ja, so nehme ich das, würde ich sagen. Also Dark Paddy, die Luft ist auch extrem klein geworden mittlerweile mit den beiden Lobbys, mit den unterschiedlichen Aufstiegen. Gotcha auf Position. So, der Herr Greve 1:44, der gesellt sich auch direkt mal da vorne hin. 24.000stel vorn, Markus, Position Nummer 5. Also ganz ehrlich, positiv bekloppt sind die doch auf jeden Fall, oder? Was für ein Quali, wirklich ein Hin und Her, par excellence. Und wir machen nochmal ganz kurz die Reihenfolge. Was für ein Fight, ey. Was für ein Fight, alleine schon im Quali. Schaut euch diese Abstände an. Schaut euch die Abstände an rund um Position Nummer 2 bis Position Nummer 8, würde ich sagen. Bis Position Nummer 9. Maple auch noch mit drin. So, und jetzt geht's los. Auf geht's Richtung Lobby Nummer 1. Also Lobby 1, fliegender Start, natürlich genau das gleiche in grün. Und jetzt gucken wir mal, ob der Mac hier gewinnen kann. Das ist hier die Frage. Und auf geht's. Go, 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 meine Freunde.
Mac auf 1, Schaupi auf 2, Karl-Heinz auf 3, Herr Greve auf 4. Dann haben wir Markus auf Position Nummer 5, Dark Paddy auf 6, Black Muffin auf 7, Flotte Biene auf 9 jetzt gerade, weil Maple da jetzt schon dran vorbeigeht. Maple jetzt auf Position Nummer 8 gegangen, hier in seinem Aston Martin. Also Flotte Biene ein bisschen den Start verschlafen, der Röni auf 10. Dann haben wir Gotcha auf 11, Big Mama auf 12, Robby auf 13 und Tim Bolowski auf Position Nummer 14. So, also, auf geht's. Sorry für die Verspätung. Hallo Marcel und die ganze Gemeinde. Günni, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Don Siegel, wunderschönen guten Abend. Hi. Also, Mac auf 1, der Schaupi auf Position Nummer 2. Karl-Heinz konnte sich auf Position Nummer 3 halten bis jetzt. Und der Greve kriegt schon mal Besuch. Da ist der Subaru schon mal im Nacken. Vom Hyundai Genesis. Oh, das ist aber. Da bleibt mir direkt die Spucke weg. Das war sehr optimistisch, wollte ich gerade sagen. Gucken wir uns gleich nochmal im Replay an. Markus auf Position Nummer 4, Black Muffin auf 5. Dark Paddy auf 6, Flotte Biene auf Position Nummer 7. Also würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Markus mit Problemen. Oder hat er da jetzt genau in... Kann der kein Gas mehr geben, der Markus? Ausfall von seinem Equipment? Kann das sein? Das sieht irgendwie nach Ausfall aus bei Scheibenwischer, Markus. So, also gucken wir uns erstmal die Aktion an. Also, Markus da an, wartet auf Heinz. Heinz war das. Okay. Ich habe gedacht, Black Muffin war da auf der rechten Seite weg. Deswegen habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, also Markus extrem. Oh, während Maple jetzt gerade den Disconnect hat. Maple vorhin schon gesprochen mit dem Problem seines Internets, beziehungsweise hoffentlich kommt er durch und Maple jetzt mit dem Disconnect. Maple an Position Nummer 7 in der Gesamtwertung. Also Markus extrem fair gewartet hier auf den Kollegen Karl-Heinz. Und wir gucken uns nochmal die Wiederholung an, worum es ging. Fairness first, auf jeden Fall, Toni. Sehr, sehr geil. Hier die Anbremsphase deutlich zu spät drauf. Und drückt da den Heinz auf der rechten Seite natürlich dann raus. Hier sehen wir den... Boah, so schnell komme ich gar nicht weg, wie er da überholt wird. Und dann nochmal der Einschlag mit dem Frontschaden. Und wie geil ist das? Markus bricht komplett von Position Nummer 4 ab. Hier nochmal die Aktion. Und wir gehen gleich wieder direkt ins Live-Bild. Bricht komplett ab, bleibt hier auf der rechten Seite... Oh, beinahe Big Mama noch getroffen. Aber extrem fair. Er wartet auf Heinz und dann geht's erst weiter. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Ausfall von ihm. Also irgendwas würde da nicht funktionieren. Aber wir gehen nach vorne. Mac an Position Nummer 1. Aber das gehört einfach dazu. So Fairness wollen wir sehen hier in der Liga. Und so gehen die Jungs und Mädels auch im Discord miteinander um. Ich finde es extrem geil und das gehört einfach mit dazu. So. Also, wieder ein Beispiel für extreme Fairness. So, Mac an 1, Schaupi an Position Nummer 2. Dann haben wir Black Muffin an Position Nummer 3. Herr Greve ist dran an Position Nummer 4. Dark Paddy kriegt Besuch. Und zwar Damenbesuch hier im Alpha. Die Flotte Biene ist dran. Ja, Maple, tut mir total leid mit deinem Disconnect. Aber du hattest ja vorher schon gesagt, hoffentlich hält es. Aber leider nicht. Ja, Günni, hat er. Also ich würde sagen, ja, da war Black Muffin wäre nochmal ein Kandidat gewesen, ganz kurz. So, hier, Flotte Biene an Position Nummer 6 und Big Mama war extrem nah, extrem knapp, als er dran vorbeigefahren ist. So, Gotcha an Position Nummer 8, gefolgt von Big Mama, Robby an Position Nummer 10. Der hat hier Tim Bolowski im Nacken. Dann haben wir den Karl-Heinz mit Markus im Nacken.
und leider der Maple mit dem Disconnect. Wir haben es gerade im Chat natürlich auch gelesen, der sich auch ärgert, dass er hier nicht mehr weiterfahren kann, was natürlich auch klar ist. So, Mac an Position Nummer 1. Der Schaupi mit dem Nissan GT-R hatte aber noch ein Wörtchen mitzureden. Jetzt hier auf der Geraden. Zumindest die Zeit auf der linken Seite tickt schon mal runter. Kann er in den Windschattenbereich? Wir springen zurück Richtung Black Muffin und Herrn Greve. Und haben natürlich auch hier Dark Paddy und die flotte Biene, die jetzt die Attacke hier probiert gegen den Mercedes Alfa Romeo. Geht hier dran vorbei, bleibt auf der Strecke, alles wunderbar funktioniert. Flotte Biene damit auf Position Nummer 5. Ja, schönes Manöver. Schönes Manöver, schön ausgebremst. Und ja, muss sagen, auf jeden Fall extrem gut gemacht hier von der Dame im Feld an Position Nummer 5 jetzt. Und jetzt springen wir rein. Black Muffin gegen Herrn Greve. Die beiden haben auch noch ein bisschen ein Wörtchen miteinander zu rupfen. Schauen wir uns an. Jaguar gegen Hyundai Genesis. Black Muffin und Herr Greve, beide in der Diskussion, 0,6 Sekunden. Aber sieht erstmal gut aus, keine Attacke zu erwarten. Mal gucken, wie der Jaguar hier gegen den Hyundai bestehen kann. Auf der langen Gerade mit Windschatten. Gucken wir uns an. Black Muffin auf Position Nummer 3 weiterhin unterwegs. Ken, danke schön für dein Follow. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank. Herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das wäre heute ein gutes Rennen geworden. Naja, hoffentlich bleibe ich in Split 1. Du hast 63 Punkte, das sollte auf jeden Fall reichen. Das sollte reichen. So, Black Muffin an Position Nummer 3 hier mit der Kampflinie. Und hier sehen wir genau den Moment, wo der Jaguar Traktionsprobleme hat. Hyundai in der Rausbeschleunigung, jetzt besser unterwegs. Nächster Angriff von Herr Greve an Position Nummer 4. Guten Abend, lieber CT-Meister und guten Abend, liebe Mitzuschauer. Wie geht es euch? Alter Falter, das ist die förmlichste Ansprache, die ich hier in meinem Kanal jemals gehört habe. Malastros, herzlich willkommen. Ja, da wo wir gestern hingeradet sind, ja, sehr geil. Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Habe ich das zum ersten Mal gemacht? Ja. Sonst sagst du immer nur Lurky Lurk und bist wieder weg. Also quasi lässt mich dann laufen. Ja, hast recht, Mathe war noch nie meins. Ja, Maple, kein Problem. Falls du irgendwelche Fragen hast, Spanisch lernen möchtest, Mathematik kann ich dir helfen. Bei Spanisch bin ich raus, aber Maxi Cento wäre eine Option. Oh, da hat er Kontakt mit Herrn Greve. Herrn Greve und Black Muffin mit dem Kontakt. Das gucken wir uns auch nochmal in der Wiederholung an. Bleiben wir bei Black Muffin. Wir nehmen Herrn Greve in der Perspektive und gucken mal, was genau da passiert ist. Anbremsphase auf Kurve 1 hier aus dem Windschatten raus. Der Herr Greve mit dem Hyundai Genesis hier unterwegs. So, beide nebeneinander, Jaguar und dann, ja, dann müsste man sich die Lenkradstellung genau angucken. Ich glaube, Black Muffin geht da ein bisschen nach innen. Aber das, ihr wisst ja, ne? Wir haben eine Rennleitung und wir werden da einsetzen. So. Also, falls es da überhaupt noch irgendwas gibt. So, Herr Greve an Position Nummer 3, Black Muffin an Position Nummer 4. Flotte Biene ist dran. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
beziehungsweise in dem Fall die dritte, und zwar die an der Position Nummer 5 platzierte Flotte Biene hier unterwegs. Dark Paddy und der Röni auf Position Nummer 7 ist auch dran. Okay, so komme ich immer in den Kanal, wenn ich mir mal Zeit nehmen kann. Ja, dann Malastus, lass es dir gut gehen hier bei mir im Stream. Ich hoffe, das Essen, was du heute Mittag gekocht hast, war auch lecker. Also hoffe ich zumindest. So, Röni an Position Nummer 7. Der hat natürlich hier auch direkt hier die Abgase von dem Mercedes in der Nase. Der will da dran vorbei. Der will dran vorbei hier an Dark Paddy. So, wir springen mal ganz kurz zu 8, 9 und 10. Wie sind da die Abstände? Okay, also auch da wird etwas größer, zumindest im Moment. Karl-Heinz auf 12 und der Markus auf Position Nummer 13. Der kriegt hier quasi von mir den Fairnesspunkt verliehen am heutigen Tag. Und dann springen wir wieder rein zu Black Muffin mit Flotte Biene, Dark Paddy und natürlich auch der Röni. Da im Schlepptau haben wir alles mit drin. 3-3. Wupp, wupp. So soll's sein. So, HSV schon mal wieder Richtung Punkt unterwegs. Aber als ich letzte Mal erwähnt habe, haben sie noch 2-0 geführt. Ja. Erinnere mich doch nicht daran, Hase. Wir haben nochmal 2-0 geführt. So, Flotte Biene ist dran. Die ist wirklich extrem gut unterwegs mit ihrem Alfa Romeo. Also Alfa Biene ist wirklich extrem gut unterwegs. Hatte ja auch ein bisschen Angst, was so mit Abstieg und so weiter ist. Beta Biene wollte sie nämlich nicht mehr. So, aber extrem schnell unterwegs hier die Dame. Und Black Muffin lässt sich natürlich nicht lumpen. Der macht alles zu, was geht. Der macht alles zu, was geht hier. Black Muffin an Position Nummer 4. Hallo Guter, recht herzlichen Dank. Du hast genau den richtigen Knopf gefunden. Dankeschön für dein Follow. Also bist ja wirklich ein Guter. Ja, hast du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. So, okay, also herzlich willkommen, willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. So, Black Muffin jetzt hier Richtung Box. Der Röni kann noch eine Runde draußen bleiben. Könnte das eventuell daran gelegen haben, dass ich über einen Hotspot vom Handy drin war. Hatte allerdings NAT 2, ist mir gerade eingefallen. Bruno. Bruno, Asche auf dein Haupt. So was macht man nicht. Also Bruno, mitfahren bedeutet Kabel in a Plazy. Definitiv. So, Dexbex gibt erstmal die nächste Runde Bier aus, die 224. mittlerweile. Oh, da habt ihr aber schön Gas gegeben die letzte Zeit, ne? So, Röni an Position. Ja, ist egal. Ist egal. WLAN, eine kleine Schwankung, bis er raus. Also kann ich voll und ganz verstehen. Kabel in die Plazy, Bruno. Bruno, Kabel in die Plazy. Und wenn nicht geht, dann reicht ein WLAN-Kabel. Making Noise, von mir aus auch ein WLAN-Kabel. Aber da muss Bruno aufpassen, nicht, dass er drüber fällt, ne? Genau, also die Stabilität ist einfach nicht gegeben. Also wenn die Möglichkeit, also zur Not für 30 oder für eine Stunde, lege ich ein Kabel vom Router bis zu Plazy. So, Mac weiterhin auf Position Nummer 1. Der Schaupi hat natürlich hier... So, die Boxeneinfahrt. Schaut's euch an. Boxeneinfahrt, extrem schick, oder? Also, wir haben es natürlich gerade schon in Lobby 2 gesehen. So, Herr Greve geht jetzt auch noch eine Runde weiter. Also, der Hyundai Genesis kann noch ein Ründchen. Haha, bin Elektriker, eigentlich peinlich. Ja, Bruno, deswegen habe ich dich auch eingestellt als Dolmetscher und nicht als Elektriker. Ah, der war gut. So, dann haben wir Dark Paddy an Position Nummer 5 jetzt gerade gelistet. Geht hier gerade dran vorbei. Ist noch schlimmer als Hybrid-Internet und das ist schon Schmutz. Ja, also wenn das... Also auf jeden Fall Kabel in a Plazy.
ordentliche Ports freigegeben, dann klappt es hier auch mit dem Mitfahren. Deswegen habe ich auch ehrlich noch nie Probleme gehabt hier überhaupt. Also die Ports sind alle frei bei der Blazy. Eingestellt mal kurz in der Fritzbox oder in dem Router, den ihr halt habt, ne? Hashtag no Werbung. Und dann läuft das mit der Blazy. Dann hast du überall Nahtyp offen und nach mir die Sintflut. Wirklich, ist so. So, Herr Greve an Position Nummer 1. Bruno, über Kleinigkeiten reden wir hier im Chat nicht. So, Herr Greve an Position Nummer 1. 11,7 Sekunden der Abstand im Moment. Natürlich noch nicht Boxenstopp bereinigt. Wir sehen es, er ist mit der letzten Pfütze unterwegs. An Position Nummer 1. Jetzt gleich Richtung, Richtung Box. Oh, die flotte Biene auf Platz 7. Ja, das wird sich gleich noch ändern. Jetzt geht der Herr Greve an die Box. Mac an Position Nummer 2. Wird jetzt den Herrn Greve hinter sich lassen. Schaupi an Position Nummer 2. Auch in diesem Moment dran vorbeigegangen. Dann haben wir den Black Muffin. Der geht ebenfalls dran vorbei. So, wo kommt der Herr Greve wieder raus? Position Nummer 4. Position Nummer 4 für den Herrn Greve. Dann haben wir Dark Paddy an Position Nummer 5. Gotcha an 6 und Flotte Biene an Position Nummer 7. Die hat allerdings den Hobel hier komplett voll gemacht. Deswegen Malastrus. Andere Strategie bei Flotte Biene. Die will auf jeden Fall jetzt mit den Weichen alles rausholen. Danach dann weniger tanken und dann nochmal mit den Superweichen ins Ziel fahren. So wird Stand der Dinge bei Flotte Biene sein. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang, Sassi. Nicht letzte Woche, letztes Rennen. Wie letzte Woche? Was habe ich? Was? Habe ich schon wieder irgendwas gesagt? Ganz am Ende sind, wenn hier Minuten sind, auch manchmal Runden oben drüber. Naja, leg doch nicht alles auf eine Goldwaage. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Big Mama und der Röni in der Diskussion und dahinter direkt der Karl-Heinz. Karl-Heinz auf Position Nummer 10, da springen wir rein. Wir haben es ihm versprochen. Wir springen rein in den Hobel und gucken mal, ob er dem Live-on-Stream-Fluch hier widerstehen kann und damit jetzt keinen Abflug hat, während wir genüsslich das Bierchen aufmachen, was gerade auf dem Beifahrersitz liegt. Hat er mir da hingelegt, hat er versprochen. So, die drei hier im Formationsflug unterwegs. Röni, Big Mama und Karl-Heinz. Letzte Woche bei Quali-Start der Router ein Update macht. Hoch auf Vodafone. Ja, aber das kannst du in die Easybox auch einstellen. Da hat Toni recht. So, jetzt die Attacke von Karl-Heinz. Der geht genau in diesem Moment dran vorbei. Hier an Big Mama an Position Nummer 10 liegend. Auch der Röni natürlich dran vorbei. Hier aus dem Windschatten. Schönes Duell hier zwischen den dreien. Jetzt der Konter. Peugeot gegen Subaru. Big Mama hat da noch nie aufgesteckt. Nächste ist die Linkskurve. Bessere Linie hier für den Karl-Heinz und damit bleibt er vorne. Damit wird er vorne bleiben, wenn er jetzt... Oh ja, ich wollte gerade sagen, wenn er sich jetzt hier nicht verbremst. Aber im Moment kann er noch gut rausbeschleunigen. Auch der Subaru hier pilotiert von Big Mama mit Problemen. Wir haben es gesehen, der schicke Hecktänzler hier auf Position Nummer 10 liegen. Ja, schöne Fights auf jeden Fall. Wir gehen so langsam Richtung Halbzeit. 11 von 26 Runden mittlerweile absolviert. Robby im Moment auf Position Nummer 13. Dann haben wir den Markus an Position Nummer 12. Natürlich auch mit einer anderen Strategie den Hobel komplett voll gemacht. Dann haben wir Tim Bolowski an Position Nummer 11. Da ist der Markus schon mal dran. Zumindest kann er hier definitiv schon mal das Kennzeichen lesen. Dann haben wir Big Mama auf Position Nummer 10. Der musste sich hier geschlagen geben von Karl-Heinz, genauso wie bei Röni. Und dann haben wir den Gotcha auf Position Nummer 7.
Der hat Probleme, der hat Probleme. Wir sind drauf, live on Streamfluch. Der hat Probleme und Big Mama geht auch noch dran vorbei. Also, gucken wir uns das Ganze nochmal im Replay an. Hier erstmal mit dem Abflug von Gotcha. Deswegen wird die Zeit extrem wenig. Auf einmal plötzlich unerwartet kommen Röni und natürlich auch der Karl-Heinz. Und dann geht es direkt nochmal links auf die Wiese. Und verliert dadurch wertvolle 4 Plätze hier der Gotcha an Position Nummer 10 liegen. Also ich würde einfach behaupten, im Audi R8 wäre das nicht passiert. Ja, für alle, die es nicht wissen, er hat letztes Jahr nur R8 gefahren und hat sich jetzt den Renault ausgesucht. Und ein bisschen Spaß muss ja sein, das wird er schon überleben, der Gotcha. So, Tim Bolowski, Position Nummer 11. Dran ist der Markus, weiterhin 0,8 Sekunden. Jetzt gleich Lexus gegen Nissan GT-R. Greve verliert gerade Zeit. Black Muffin auf Position Nummer 3. So, 1,9 Sekunden, Herr Greve. 2 Sekündchen. Ja, vielleicht ein kleiner Fahrfehler drin gewesen, Toni. Wie sieht sonst aus? Flotte Biene, 2,6 Sekunden. Dann haben wir hier Karl-Heinz, Röni und Big Mama. Würde ich sagen, bleiben wir mal beim Röni. Nissan GT-R. Er hat ja gestern sich gewünscht, dass das Replay nicht funktioniert. Nur bei ihm halt nicht, ja? Aber ich sag mal, für die Szene kann man doch Replay mal machen, oder? Er geht an Karl-Heinz dran vorbei. Fahrfehler bei Karl-Heinz hier. Kommt hier sehr weit raus, muss da stark korrigieren und dadurch hat der Röni natürlich die optimalen Voraussetzungen geschaffen, beziehungsweise der Karl-Heinz die schlechtesten Voraussetzungen für den Fight gegen Röni. Und Röni ist jetzt dran vorbei. Ich hatte so das Gefühl, dass der Röni einen Tacken schneller war zu dem Zeitpunkt gerade, aber jetzt sind wir mal gespannt. Im Windschatten geht natürlich einiges. Karl-Heinz muss dranbleiben, er muss den Fokus wiederfinden, muss sich Röni zurechtlegen. Dann geht es hier auch wieder auf Position Nummer 7 und das will er haben, da ist doch klar. Kalle will auf jeden Fall Position Nummer 7 zurückhaben, hier nach seinem kleinen Fahrfehler, den er gerade in seinem Peugeot hier absolviert hat. Ja, und kann dranbleiben erstmal. Also zumindest kann er erstmal dranbleiben hier am Röni. Und dann muss er gleich gucken, dass er am Nissan GT-R mit seinem Peugeot im Windschattenbereich dran vorbeigehen kann Richtung Kurve 1. So, Halbzeit werden wir gleich anpfeifen quasi. Mac geht jetzt gleich über die Linie und dann sind wir mit der Halbzeit soweit durch. Also Jungs und Mädels nochmal 2 Boxenstops und dann klappt sie auch mit dem Durchfahren. Also Karl-Heinz an Position Nummer 8 mit dem Röni da unterwegs, während jetzt gerade eben Markus an Big Mama dran vorbeigegangen ist. Und ich würde sagen, der kleine CT hat doch drauf geachtet. Also, wir gucken uns die Wiederholung an. Scheibenwischer Markus gegen Big Mama. Bitburger gegen Bosch. Und genau in dem Moment gewinnt Bosch gegen Bitburger. Und damit haben wir hier Position Nummer 9 für Markus. Und wir gehen wieder rein Richtung Live-Bild. Markus bleibt auf Position Nummer 9. 9,2 Sekunden, kann sich auch direkt 1,2 Sekunden fast absetzen. Also alles richtig gemacht. Und ganz hinten kommt da auch im Bild direkt Tim Bolowski. Der hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wie sind die unterschiedlichen Spritstände? Tim Bolowski wird uns jetzt gleich Richtung Box verlassen. Tim unterwegs im Moment auf Position Nummer 11. So, gucken wir mal. Wie sieht's vorne aus? 3,6 Sekunden. Also, Mike macht keinen auf Maxi Cento und fährt hier mit 20 Sekunden Vorsprung vorher, sondern der hat sich mühevoll 3,8 Sekunden hier rausgefahren. Hat er bis jetzt sehr, sehr geil gemacht. 1,44er Zeiten, 1,45er Zeiten legt er hier aufs Parkett.
für Position Nummer 1. Schaupi auf Position Nummer 2 auch mit ähnlichen Zeiten unterwegs. 3,8 Sekunden nach 15 Runden ist quasi nichts. 5,6 Sekunden dahinter ist der Herr Greve, der Kamelreiter, auf Position Nummer 3. Dann haben wir 9,4 Sekunden dahinter der Paddy und Flotte Biene hat schon mal ein Auge drauf geworfen. Also ich glaube, die findet hier von Paddy den Mercedes auch ganz nett und deswegen kommt sie mit ihrem Alfa Romeo immer näher ran. So, bleiben wir mal ganz kurz drauf. Wunderschönen guten Abend, Dirk. Hallöchen, Daytonator. Na, wie war dein Rennen? Also, ich meine die 75%, die da auf der Strecke warst. Nee, Spaß beiseite. Kamst du nicht klar? Also, was, aber du warst doch... Also, ich hoffe nicht, dass irgendwas... Jetzt mal Spaß beiseite. Ich hoffe nicht, dass irgendwie Knie geschmerzt hat oder sowas. Also nicht, dass da irgendwie... Dass du da nicht klarkamst, Dirk. So, Flotte Biene weiterhin auf Position Nummer 5 unterwegs. 1,1 Sekunden. Dark Paddy kann sich da ein paar Millimeterchen absetzen. 0,2 Sekunden. Also der Mercedes kommt immer weiter weg. 11 Runden sind noch zu gehen. Natürlich Dark Paddy muss jetzt gleich nochmal Richtung Box inklusive tanken. Flotte Biene kann das Ganze ohne tanken absolvieren. Gute 9 Runden sind noch zu absolvieren. Nein, hatte nur 10 Trainingsrunden absolviert. 3 dumme Fehler. Ja, okay. Nee, ich hab mir wirklich erst gedacht, hier nicht, dass irgendwas mit dem Knie ist oder sowas und du dich da durchquälst oder so. Aber da bist du ja auf einem guten Weg der Besserung. Und ja, ich würde sagen, die 3 dummen Fehler, Entschuldigung, Dirk, die hatten wir alle gesehen. So, Flotte Biene, jetzt Boxenstopp bereinigt hier auf Position Nummer 5. Neubi, wunderschönen guten Morgen, Hallöchen, moin moin. Und Rob, recht herzlichen Dank für deinen Raid mit deiner Community. Herzlich willkommen. Genau, Rob, einer der Streamer-Kollegen, die natürlich auch beim 24er GTEC mit dabei sind. Und ja, Rob, recht herzlichen Dank für deinen Raid und an alle herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in Lobby A der Karthalle Wittlich. Trophy powered by HPS Era. Wir sind auf Autopolis, sind in Runde 16 von 26 und ja, fahren quasi hier gerade den Sieger aus. Dirk, recht herzlichen Dank für deinen Host. Dankeschön. Und Mac im Moment der Gesamtführende hier in der Karthalle Wittlich, Trophy. Position Nummer Uno. Telekom ist der größte Mist, nie wieder. Außer teuer gar nichts. Auch Maple. Ey, das tut mir so leid. So, Mac an Position Nummer 1. Wir gehen einmal durch. Für die gerade dazugekommenen gehen wir einmal komplett durchs Feld. Wir fangen allerdings hinten an. Tim Bolowski ist dran an Robby. Tim Bolowski im Moment hier mit roundabout 30% an Tankinhalt mit dabei. Dreiviertel voller Tank bei Robby. Also unterschiedliche Strategien hier zwischen den beiden Kampfhähnen um Position Nummer 12. Dann haben wir Big Mama, Position Nummer 11. Da werden wir auch nochmal einen Boxenstopp sehen. Knapp unter halb vollen Tank. Dann haben wir Gotcha, Position Nummer 10. In seinem Renault hier unterwegs. Dann haben wir den Markus mittlerweile wieder auf Position Nummer 9. Die Fairness-Tabelle führt er am heutigen Tag auf jeden Fall an. Karl-Heinz geht jetzt hier an die Box. Mal gucken, wo er wieder rauskommt. Dann haben wir den Röni an Position Nummer 7, während Markus gerade Position Nummer 8 natürlich erbt. Black Muffin an Position Nummer 6. So, dann haben wir Flotte Biene, die Dame im Feld an Position Nummer 5. Hier Richtung Dark Paddy unterwegs. Dann haben wir den Herrn Greve an 3. Schaupi an Position Nummer 2 und 5 Sekunden davor ist der Mac im Moment der Gesamtführende mit 104 Punkten. Vor Markus mit 94 und Herrn Greve mit 90 Punkten. Also da räumt er auf jeden Fall nochmal ordentlich Punkte drauf und baut seine Führung hier in der Gesamtwertung
richtig, richtig gut aus. So, gehen wir zu Flotte Biene. Die hat natürlich hier das Heck vom Mercedes schon mal wieder, schon mal im Visier wieder. Und wird natürlich gleich die Attacke fahren. Alfa Romeo gegen Mercedes-Benz AMG hier. Kann man eigentlich beim Nürburgring im Spiel auch mit Regen fahren? Nico, nee. Nürburgring geht nicht, nee. Nee. Oder? Nee. So aus dem Kopf? Nee, glaub nicht. Röni ist abgeflogen. Röni auf Position Nummer 7. Markus ist dran. Markus ist jetzt dran hier um Position Nummer 7. Und der Röni hat die Schnauze voll von seinen Reifen und fährt direkt rein. Holt sich nochmal neues Reifenmaterial. Und kommt dann wahrscheinlich an Position Nummer 9 hier wieder raus. Gotcha, der Abstand dürfte zu weit sein. Wo kommt Gotcha? Gotcha kommt jetzt über die Linie. Mit Big Mama im Schlepptau. Gotcha mit seinem Renault gegen den Subaru von Big Mama. Und wir gucken mal, wie sieht's aus bei Flotte Biene. Flotte Biene an Black Muffin, also vor Black Muffin, 3,4 Sekunden. Dark Paddy war an der Box, hat sich hier neues Material geholt. So, nächste Attacke. Markus gegen Dark Paddy. Dark Paddy mit dem frischeren Material gegen Scheibenwischer Markus hier. Ah, und wir waren doch heute noch gar nicht im Mercedes-Benz AMG von Dark Paddy. Da waren wir doch noch nicht drin. Machen wir doch mal ein paar Meter hier in der Cockpit-Perspektive. Kommt jetzt die Attacke von Dark Paddy. Jetzt muss er hinten dran bleiben. Jetzt muss er im Windschatten bleiben. Wir springen raus, wenn er ein bisschen näher kommt. Aber gut rausbeschleunigt hier von Markus. Der Subaru geht aus der Kurve sehr gut raus. Besser getroffen als Dark Paddy. Und muss natürlich auch dahinter bleiben. Also keine Attacke. Jetzt aber der Fehler von Markus, der ein bisschen außen raus. Und jetzt geht Dark Paddy dran vorbei. Reicht das Ganze oder kann Markus dann nochmal vorziehen? Reicht. Reicht für Markus. Markus bleibt erstmal auf Position Nummer 6. Dark Paddy schaut da erstmal in die Röhre. Muss aber so schnell wie möglich hier dran vorbei. Schlechtere Material bei Markus. Der muss dran vorbei, der Dark Paddy. Der muss freie Fahrt haben, die er danach dann hätte. Wir sehen es oben auf der kleinen Karte. Wenn er hier dran vorbeigeht, der Dark Paddy, hat er freie Fahrt und kann sein neues Material auch komplett neu ausschöpfen. Nicht neu ausschöpfen, aber voll ausschöpfen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Dark Paddy an Position Nummer 7. So, und jetzt der Führende in der Box. Letzter Boxenstopp für Mac. Auch der Schaupi ist reingefahren. Schaupi ebenfalls an der Box. 1 und 2 an der Box. Ich glaube, wenn Speedart-Fahrer, Terra und Dark Paddy weiter so heizen, muss ich echt die Fahrerverträge rausholen. Ja, die geben auf jeden Fall gut Gas. Kannst du dein Angebot schon mal fertig machen, Making Noise? Dark Paddy aber kommt im Moment hier nicht an Markus dran vorbei. Auch zu weit entfernt wieder hier im Windschatten. Kann sich zwar ein bisschen ransaugen, aber es reicht nicht hier, um mit dem Mercedes neben den Subaru zu gehen.
da immer ein offenes Ohr für. Siehst du, da kannst du schon mal die ersten Verhandlungen, Making Noise, gehen da schon mal. Aber hier nicht abwerben, ne? Also. So, Mac an Position Nummer 1, der Schaupi an 2, Black Muffin an Position Nummer 3. Und Schaupi, Black Muffin und natürlich hier der Herr Greve, die haben noch ein Wörtchen miteinander zu reden. Der Schaupi war schon drin, ist gerade auf Position Nummer 2 wieder rausgekommen. Gibt bloß zwei Kisten Augustiner Hell und eine Flasche Hopfenschnaps dazu. Ah, nee, Making Noise, da kommt doch keiner. Gibt doch keinen Felddienst. So, Schaupi an Position Nummer 2. Der kann direkt wieder fliegen lassen. Herr Greve, auch an der Box gewesen. Black Muffin wird uns gleich noch in diese Richtung verlassen. Die letzten 6 Runden plus den Rest von dieser. Wurde etwas von Miss Ruby aufgehalten und dann kam der dumme Dreher, sonst wäre ich noch rangekommen. Dirk, wenn du dir die Wiederholung anguckst, wir wissen tatsächlich, warum das so gekommen ist. So, Black Muffin an der Box. Flotte Biene geht genau in diesem Moment dran vorbei. Wenn das diesmal falsch rumgeschrieben ist, Heinz, ne, dann raste ich aus. Also, und zwar, Detonator, wir haben es rausgefunden. Und zwar hatte Miss Ruby ganz klar Richtung Mario Kart-Style, hat sie nach hinten die Banane fallen lassen. Und deswegen hattest du den Dreher. Also, ich würde mich auf jeden Fall mal mit Miss Ruby unterhalten, weil kann gar nicht deine Schuld gewesen sein. Da war die Banane im Weg. Ich hoffe, ein Elfmeter für. Also, war das der Elfmeter? Oder ich hoffe, jetzt ein Elfmeter noch für den HSV? Nicht so muss man dir alles aus der Nase ziehen, was ist denn da los? So, Black Muffin an Position 11 für HSV, 3-4. Okay, dankeschön. Markus an Position Nummer 6 kann sich hier von Karl-Heinz absetzen. Dark Paddy an Position Nummer 8. Dann haben wir den Röni an Position Nummer 9. Big Mama an Position Nummer 10. Dann haben wir Robby an 11, Gotcha an 12 und Tim Bulowski an Position Nummer 13. Hier gerade eben mit dem Frontschaden. Der bleibt nicht so lange, gucken wir mal. Oh, jawohl. Und wird dann zurückgesetzt auf die Strecke. Wird zurückgesetzt auf die Strecke, hat keinen Sprit mehr. Tim Bulowski fährt gegen die Boxenmauer. Und wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech hinzu, meine Freunde. Der fährt jetzt gleich mit dem leeren Tank mit 80 km/h über die Piste. Aber, Tim, tut mir leid. Aber das gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Oh, ne. Da sind wir zu nah reingesprungen. Wir gehen tacke nach hinten. Hier gegen die Mauer. Fährt auch direkt weiter, dreht sich dann und wird dann zurückgesetzt. Wie ärgerlich ist denn das? Ja, ja, ist ja nicht mehr lange. So, also, du weißt ja, Tim Bulowski, wer sowas in meinem Stream macht, den gucken wir nochmal an, ne? So, jetzt gehen wir aber nochmal raus. Big Mama ist an der Box. Die letzten 5 Runden sind zu absolvieren. Mac, viertel voller Tank, reicht natürlich. Noch nie gesehen, sowas? Ja, noch nie gesehen. Letzte Woche noch selber passiert, so ungefähr, wa? So, Mac an Position Nummer 1. Also wirklich geiles Rennen, oder? Mac extrem gut unterwegs hier auf Autopolis. Ja, das geht, Sassi, ne? Wird meine Laune auch direkt besser. Mit Pech da war 2 Runden ohne Sprit fahren. Nee, das wird schon... Ist das der Bruder von Mike the Player? Günni. Also bevor du da warst, habe ich darüber gesprochen, dass wir den, also wir werden den Mike sehen, der die Boxenmauer hier knutscht. Und, aber ich wusste doch nicht, dass der Tim Bulowski ist und genau in dem Moment, wo wir wirklich draufschalten. Was willst du machen? So, Schaupi auf 2, Herr Greve auf Position Nummer 3. Auch so ein bisschen im Niemandsland unterwegs. Die letzten 4 Runden, also 3 Runden und der Rest von dieser gerade eben über die Linie gegangen. Dann haben wir Flotte Biene, die Dame hier im Feld an Position Nummer 4. So, Black Muffin an Position Nummer 5, auch da im Niemandsland unterwegs. Karl-Heinz genauso.
Dann haben wir Dark Paddy an Position Nummer 7. So, dann haben wir den Röni an Position Nummer 8. Markus kommt so langsam angeflogen. 1,5 Sekunden gerade nach dem Boxenstopp. Da gucken wir gleich mal drauf. Und Robby wird hier massiv unter Druck gesetzt von Gotcha an Position Nummer 11. Dann haben wir Big Mama auf Position Nummer 12. Und Tim Bolowski auf Position Nummer 13. Er konnte tanken. Tim Bolowski konnte tanken hier in seinem nächsten Umlauf. Aktuelles HSV-Tabellenführer, aber aufsteigen tun sie nicht. Nee, das verkacken die einfach in den letzten 7 Spiele. Kannst du zugucken? Kein HSV mehr. Wollen einfach nur Vierter werden. Weißt du, auch keine Relegation. Viel zu stressig. Ne? Super Aldi, Dankeschön für dein Follow. Recht herzlichen Dank. Super Aldi, Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. Wir gehen ja mittlerweile schon ganz steil auf 1600 Follower hier auf dem Kanal zu. Während wir jetzt den Markus am Heck hier vom Kollegen Röni sehen. Der hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden um Position Nummer 8. Wenn Hamburg gewinnt, laden wir euch ein zum Saufen, Marcel. Sassi. Hätte ich beinahe überlesen. So, gibt wieder Freibier. So, Markus ist dran und natürlich auch hier der Gotcha ist dran an Robby. Robby an Position Nummer 10, da muss auch was passiert sein. Und Wein für unser Hase. Geht doch. Also Robby auf 10, wird hier aber mächtig unter Druck gesetzt von Gotcha und Big Mama, beide dran. Gotcha und Big Mama, alles im Windschatten. Und Big Mama mit den besten Materialien hier, die er sich unter sein Fahrzeug hätte schnallen können. Robby bleibt hier aber auf Kampflinie, im Moment weiterhin auf Position Nummer 10. Jetzt geht er dran vorbei. Gotcha, genau in dem Moment. Gotcha geht dran vorbei. Gucken wir uns nochmal im Replay an. Hat sich innen durchgedrückt, soweit ich gesehen habe, ohne Kontakt. Big Mama da mit Problemen. Musste direkt das Lenkrad wieder aufmachen, musste da links daneben. Und jetzt sehen wir Gotchas Attacke innenrum. Leichte Probleme. Nee, sehr schön gemacht auch von Robby. Also da gehören immer 2 zu, keine Frage. Wenn der dazu zieht, dann macht, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Ne, dann wäre Big Mama hier, aber Freudestrahlen auf Position Nummer 10 gefahren, keine Frage. So, Gotcha jetzt auf 10, Robby auf 11 und Big Mama auf 12. Nächster Fight. Wie sieht's aus um Position Nummer 9? Markus hatte auch schon mal die Abschleppstange ausgeworfen. Richtung Röni, der will dran vorbei. Und wir sind gleich in der letzten Runde. Hier in der letzten Runde dann für Mac. Markus kommt am Nissan GTR nicht dran vorbei, trotz Windschatten. Wie sieht's denn beim Röni aus, der auch wirklich nur noch auf der Karkasse fährt, der rum? Der hat quasi ein Drahtgeflecht schon mal draußen gucken. Also, gehen wir nochmal komplett durchs Feld. Tim Bolowski, Position Nummer 13. Dann haben wir Robby an Position Nummer 12 in der Diskussion mit Big Mama. Dann haben wir Gotcha auf 10. Der kann sich ein bisschen absetzen. Position Nummer 9, der Markus ist dran am Röni. Dann haben wir Dark Paddy an Karl-Heinz. Auch da der nächste Zweikampf. Und jetzt hätte ich gerne 3 Kameras. Und deswegen gab es vielleicht auch die ein oder andere Plaisy mehr. So, dann haben wir Black Muffin an Position Nummer 5.
Flotte Biene an Position Nummer 4, Herr Greve an 3, Schaupi an 2 und Mac an Position Nummer 1. Also springen wir erstmal hier hin. Dark Paddy gegen Karl-Heinz. Karl-Heinz gerade dran vorbeigegangen hier an Dark Paddy. Okay, kriegen wir nicht mehr ins Replay, aber Karl-Heinz auf Position Nummer 6, Dark Paddy auf Position Nummer 7. Wie sieht's aus zwischen Markus und Röni? Ach, diese Liebe in meinem Chat. So, jetzt ist die letzte Chance für den Markus. Röni macht's gut, bis zum letzten Moment, dann links rübergezogen. Anbremsphase, Röni bleibt vorne. Wir machen die letzten Meter. Können wir nicht machen. Wir machen die letzten Meter hier mit Mac. Ehre. Ehre. Dem Ehre gebührt, das wollte ich sagen. Mac an Position Nummer 1. Mac an Position Nummer 1. Also herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier. Also kann ich schon mal sagen, die letzten Meter, 4,6 Sekunden, 4,7 Sekunden, ja 4,6 Sekunden. 4,6 Sekunden hat der Mac hier rausgefahren, gewinnt hier auf Autopolis vor Schaupi auf Position Nummer 2. Der ist auch mehr als zufrieden, da bin ich mir sicher. Dann haben wir den Herrn Greve auf Position Nummer 3. Damit machen wir das Treppchen voll hier. Flotte Biene auf Position Nummer 4. Da wollte ich hin, abgewunken. Flotte Biene. Da ist Black Muffin auf Position Nummer 5. Auch Flotte Biene wird zufrieden sein, bin ich mir sicher. Black Muffin braucht sich auch nicht verstecken hier. Position Nummer 5, wir sehen's. Wer den 360 macht, ist doch zufrieden, da bin ich mir sicher. So, dann haben wir Karl-Heinz auf Position Nummer 6. Dark Paddy ist da dran. 6 Karl-Heinz, Dark Paddy auf Position Nummer 7. Und Röni gegen Markus. Die beiden Streithähne weiterhin Richtung Zielgerade. Röni vor Markus. Position Nummer 8 und 9. Dann haben wir Gottschalk. Gottschalk vor Big Mama. Auch da ist es so geblieben. Also die haben sich alle zurückgehalten. Wollten unbedingt, wenn überhaupt, überholen im Stream. Oder was? Was habt ihr denn da gemacht? So. Da geht's über die Linie. Gottschalk vor Big Mama. Dann haben wir Robby und Tim Bolowski an Position Nummer 12 und 13. Fabelhaftes Rennen. Schöne Fights die ganze Zeit. Komplett durch. Also ich würde sagen, das funktioniert einwandfrei. Jawohl, endlich zu Ende. Röni, kann das sein, dass du eventuell Scheibenwischergeräusche hattest? Du quietschen hinter dir? Könnte sein, oder? Also wenn du quietschen gehört hast hinter dir, das waren die Scheibenwischer von Markus. Der war so nah dran, du konntest sie anfassen, wenn du dich hättest umdrehen können. Glückwunsch, dass du vorne geblieben bist. Super kommentiert. Güni, danke schön. Recht herzlichen Dank. Macht mir auch einfach voll Spaß. Ne? Keine Frage. Macht einfach auch generell voll Spaß. Und diejenigen, die natürlich erstmal hier das Rennergebnis nochmal sehen wollen. Ja, Röni, das ist manchmal so. Ne? Manchmal kann man halt nicht so viel essen, wie man kotzen möchte, aber was willst du machen? Da musst du durch, Röni. So, hier zum Rennergebnis. Mac vor Schaupi, vor Herr Greve, vor Flotte Biene, vor Black Muffin, vor Karl-Heinz, vor Dark Paddy, vor Röni, vor Markus, vor Gotcha, Big Mama auf 11, Robby 12, 13, Tim Bolowski. Leider der Maple mit einem Disconnect rausgeflogen. Und ja, ich würde sagen, das war's für den Montagabend. Wer gerne morgen mit dabei sein möchte, TCC morgen, Touring Car Championship, Gruppe 4, die neue Liga, 42 Fahrer, 3 Lobbys, Lobby A hier auf meinem Kanal. Auf- und Abstieg natürlich möglich, erklären wir euch alles morgen und da kommt doch die ordentliche Nachricht, der HSV hat gewonnen. Also, Chapeau, geht doch, 6 Punkte, nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. So, dieser Jubelschrei musste sein, dann noch eine schöne Nacht und schöne Träume, Malastros, hau rein und was ist da los, Active Gaming?
Ich habe einen Mod und ich werde ihn einsetzen. Mucki, was ist da los? Danke für die Infos. Ja, schön, dass es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine wunderschöne Woche. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Und ja, ich würde sagen, wir machen noch ein Raid, oder? Wir machen noch ein Haus. Machen wir noch. Ja, machen wir. Machen wir. So, also, ich guck mal eben ganz kurz, in welche Runde die sind und dann gucken wir noch ein bisschen Formel 1, wa? So, wenn die Werbung mal zu Ende wäre hier. Also daran merkt man schon mal, ich bin bei ihm kein Abonnent. Asche auf mein Haupt. So, also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Okay, die sind bei Runde 26. Von 26 übrigens. Also auch gleich zu Ende. Gehen wir nicht dahin, sondern dann nehmen wir den Gotti. Der Gotti, Marco, ist auch ganz, ganz Töfte. Und da springen wir jetzt hin. Ich wünsche euch weiterhin eine wunderschöne Woche. Wiederhole mich zum 38. Mal und hoffe, dass wir uns morgen Abend wiedersehen. Haut rein, bis morgen.